Damen und Herren, willkommen zum Kölner Treff. Zur letzten Ausgabe in diesem Jahr, ein Tag vor Heiligabend. Vielen Dank, ihr Kölner Publikum. Und ich freue mich auf meine Gästerunde. Und ich beginne schon mal direkt mit einem Publikumsliebling. Er ist nicht nur einer der beliebtesten deutschen Schauspieler, er macht auch noch ausgesprochen engagierte Dokumentarfilme, die ihm am Herzen liegen. Unter anderem über die Kinder dieser Welt. Herzlich willkommen, Walter Sittler. Mit seiner ersten Single wollte er nur noch kurz die Welt retten und seitdem ist er ganz oben auf der Erfolgswelle. Ich freue mich sehr zum ersten Mal im Kölner Treff. Tim Bensko! Meine Damen und Herren, sie war länger weg und nun ist sie endlich wieder da. Die Figur, in die Cordula Strabann hineinschlüpft. Annemie Hülchrath, herzlich willkommen! Wie ist es, wenn die Kinder flügge werden? Manche Mütter sind erleichtert, andere leiden wie Hund. Sie beschreibt sehr genau diesen Trennungsschmerz mit Humor und Ehrlichkeit. Und ich freue mich auf die Journalistin Silke Burmeister. Das alte Jahr geht für Sie gut zu Ende und das neue Jahr fängt für Sie gut an. Neue Wohnung für sich alleine und eine Toprolle im ZDF-Film. Also kann kaum besser werden. Saskia Valencia, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Keine schöne Nachricht. In Nordrhein-Westfalen leben über 20.000 Obdachlose. Sie hat einen Verein gegründet, der sich um Essen und um mehr kümmert. Ich begrüße die Initiatorin des Kölner Kältebusses, Arzu Mischkow. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Er gehört ganz klar zu meinen Lieblingsfernsehköchen und er hat mir versprochen, mich heute am Tag vor Heiligabend über das Geheimnis der perfekten Gans aufzuklären. Ich bin sehr gespannt auf Rainer Saß und auf die Gans. Ich freue mich, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben vom hohen Norden hier ins Rheinland. Ja. Und es gibt ja, wenn man abends, wenn man nach dem Heiligen Abend fragt, Essen, dann sagen ganz viele entweder Kartoffelsalat oder Gans. Meistens ist Heiligabend Kartoffelsalat oder ersten Weihnachtstag Gans. Und der Vogel muss eigentlich jetzt schon zu Hause liegen, ja, muss eigentlich schon da sein, muss schon aus Folie raus, muss schon Luft haben, ja, muss vielleicht aus dem Hals, aus dem Magen und aus den Flügelabschnitten, muss man sich schon eine Soße machen, denn man bekommt im Ofen keine Soße, das wissen viele nicht, das ist der größte Fehler eigentlich. Und die muss auch schon mal, irgendwo darf nicht zu kalt liegen, also auch nicht 0 Grad Kühlschrank, das nimmt zu viel Aroma weg, bis das wieder kommt, dauert das. Also irgendwo wieder nur kalt, normalen Kühlschrank, jetzt schon mal hinlegen, einfach in Leintuch oder Geschirrtuch und hinlegen. Woher kennen Sie mit Gänsen überhaupt so gut aus? Groß geworden mit Gänsen, also ich selbst von der Geburt. Ich kann mich ab viertes Lebensjahr daran erinnern. Meine Eltern hatten so 3, 4 so Dinger, sind dann auch so einer ganz ländlichen Gegend in die Stadtstade gezogen, also an den Stadtrand. Und in der ländlichen Gegend hatten wir immer noch Gänse und das ist immer noch drin. Dann ist ein Freund von mir Gänsezüchter aus Ungarn, hat bei mir auf dem Land gewohnt und da habe ich 25 Jahre das mitgemacht. Zu St. Martin die erste Gans und die Leber und das gemacht und Leber süß-sauer und eigene Wurst gemacht und dazu was gesucht und immer wieder die wunderschönen Tiere. Es sind ja wunderschöne Tiere, die allerdings auch, das darf man nicht vergessen, dazu gezüchtet werden, dass wir sie jetzt verputzen. Ich wollte gerade sagen, das Tolle ist ja das Verhältnis von Mensch und Gans. Man sieht mal auch so ganz tolle Köche, die haben dann so liebevoll so eine Gans im Arm. Und dann, das ist und ich habe vorhin oben schon erzählt, dass sie auch liebevoll geschlachtet werden können. Man nimmt die in den Arm, schneidet oben das auf, lässt das in Ruhe ausbluten, damit dieses Feder... Nee, jetzt nicht, da schalten die Leute ab. Ja, und dann legt man sie in den Ofen. Ja, dann geht's doch wieder. Ja, genau. Was gibt's denn jetzt bei Heiligabend bei euch? Ja, auch, da gibt's Kartoffelsalat und ersten gibt's einen Vogel. Also ganz klassisch. Ja, klassisches Ding. Okay, fragen wir doch einfach mal eben Walter Sittler. Kartoffelsalat und am zweiten Tag weiß ich noch nicht. Letztes Jahr gab es einen riesen Truthahn. Also ich habe noch, hab noch eine große im Kopf. Wir reden nachher. 5,5 Kilo? Wir machen dann mit der Regisseurin nach. Ja, genau. Frau Hülchrath. Rheinischer Sauerbraten. Ist auch was Leckeres. Ja, vom Pferd. Vom Pferd? Ja. Gibt noch ein Pferd mit. Das ist klassisch. Vom Pferd. Hast du, aber ich habe mit dem Pferd nicht zusammengelebt. Dann könnte ich das nicht. Und alle 3 Tage, die ganzen 3 Tage rheinischen Sauerbraten? Ja, weil das reicht für 3 Tage. Ist halt ein großes, großes Pferd, wenn du genug Soße machst. Also ich weiß, dass ich vorher noch muss aber ein fremdes Pferd sein. Das ist wirklich wichtig, sonst schmeckt es nicht. Das ist aber nicht vorher du kannst das nicht vorher geritten haben. Aber Sie reiten doch sowieso nicht. Deswegen, weil ich so gerne Sauerbraten esse. Sonst wäre ich leidenschaftliche Reiterin. Okay. Ich muss noch mal trotzdem eben zurückkommen auf diese kleinen Leckerchen, weil Rainer Saß mir verraten hat, man braucht gar nicht mehr Rotkohl und so zur Gans. Nee.
Das ist viel Arbeit und ja, ist okay. Es sind ja auch Sachen, die sich mal ändern. Also ich ziehe ja auch nicht immer nur grüne Klamotten an, sondern auch mal was anderes. Du ziehst auch jede Sendung was anderes an. Wieso soll ich nicht mal was anderes kochen? Wir kochen inzwischen stark amerikanisch geprägt. Sachen, die wir überhaupt nicht aussprechen können. Fnumfel. Ja, soll ich es machen zu Weihnachten. Und dann soll ich mit so einem Star-Truck-Wagen irgendwo rumgehen und grillen und machen und Sachen. Das kapieren die Deutschen alle nicht. Und deshalb haben wir Gott sei Dank unser gutes deutsches Essen noch. Und die Gans ist gutes und deutsches Kulturgut. Und die schmeckt eben auch wie Gans. Wann wird die denn trocken? Wenn sie zu lange ist und wenn sie zu wenig, wenn man zu viel einsticht und zu viel Fett wegnimmt. Das heißt, die Leute fangen ja auch kaum, der Vogel ist kaum im Ofen, dann wird hier gestochen und gemacht, damit die Luft kriegt. Erstmal hohe Hitze, 200, 210 Grad, eine Stunde, auf dem Blech liegen, die darf nirgendwo drin liegen. Die darf auch keine Umwelthitze kriegen, sondern auch Ober-Unterhitze kriegen, das ist das Zweite. Und einstecken nachher, wenn ich sie jetzt hier hätte, könnte ich zeigen, es gibt zwei so Bereiche, einmal an der Keule und einmal an der Schulter oben, an den Flügeln, da das einstecken und da läuft nachher unten in das Fett, in das Backblech rein. Und aus diesem Fett kann man keine Soße machen und auch nicht genießen. Da denken Leute, dann, Oma nimmt das noch hoch, kippt das hier so rüber und so durch, dann kommt noch irgendwas rein und das wird immer fetter. Das kannst du nicht essen. Also vom Flügel, vom Magen, vom Hals, klein schneiden, Suppenbund, Flasche Rotwein, am Abend vorher mit bisschen Tomatenmark anreichern oder für einen Schleichenschuss Top-Portwein ist bei mir immer so mit drin, bisschen Süßes passt dazu und dann habe ich eine geile Soße. Ja, vor allen Dingen, wenn die 3 Stunden im Ofen braucht, ja, und man trinkt dabei schon ein bisschen Rotwein, dann ist man schon hacki, wenn die fertig ist. Nein, man muss ja nicht so viel trinken. Also, wenn man das in Ruhe trinkt, ist das schon in Ordnung. Aber ein 5,5 Kilo Ding braucht so 2,5, 3 Stunden. Und man sieht das, wenn man sie, man muss sie auch mal zwischendurch den Mut haben, mal rausnehmen. Denn ich kann sie im Ofen nicht richtig behandeln und nicht machen. Sie liegt ja wie in so einer Röhre, ja, wie so, in so einer Krankenröhre, hätte ich mal gesagt. Ich muss sie auch mal rausnehmen und mal hinstellen. Warum? Und, ja, damit ich weiß, wie es dem geht, wie es dem Vogel geht. Mal gucken, rein, hast du schon mal versucht, so reinzudenken, stehst du so rein und kriegst nicht, kommst nach hinten nicht ran. Dann geht das halbe Licht immer nur bei den Backöfen, dann stört die Tür, dann kommst du nicht ran, ist alles vollgekleckert. Das ist Weihnachten scheiße. Ja. Also, 2,5, 3 Stunden dauert rausnehmen 1 Minute 10. Ja? Stellst du hin, guckst du an, dann reinpieksen, wo Fett läuft und guckst, gibst du. Und wenn sich vorne die Keulen so nach 2,5 Stunden relativ leicht zusammendrücken lassen, dann merkt man, dass das Gewebe zart wird und gut wird, dann stellt man sie wieder rein und dann kann man vielleicht ein ganz klein bisschen Honig darüber geben und dann Oberhitzegrill und Bingo. Ich habe mal eine ganz dolle Frage. Woher können Sie eigentlich kochen? Ja, also irgendwann mal die Schnauze voll gehabt von dem Dosenfutter, das ist inzwischen 40 Jahre her. Und dann mit Dosenfutter weitergemacht, indem ich Dosensuppen verfeinert habe. Also Tomatencremesuppen und irgendwelche anderen Suppen, die es gab, die habe ich mit Paprika, mit Dings, mit Würfel. Da musste meine Frau schon immer kommen. Da habe ich schon gerufen, komm, es schmeckt anders. Und normale Pilze genommen statt Gummipilze aus der Dose oder so, was es unglücklicherweise immer noch gibt. Denn der Witz ist ja, sie sind einer der bekanntesten deutschen Fernsehköche, aber sind auch eigentlich der Einzige, der nicht davon lebt. Die sind nämlich Versicherungskaufmann. Genau. Ja, also ich bin auch der Einzige, der noch kocht. Die anderen springen irgendwo durch eine silberne Scheibe, hinten fällt was um und 2 werden erschossen. Das ja, und bei mir ist ganz normal kochen. Also ich bin mit Alfons Schubeck und Bernd Neuner-Duttenhofer und Martina Meuth, die ich sehr schätze, hier vom WDR, sind wir die Dienstältesten. Die anderen sind später dazugekommen. Alfons Biolek ist dazugekommen später, Lafa ist erst später dazugekommen. Ich bin fast 37 Jahre oder 35,5 Jahre kochen. Aber wenn Sie hauptberuflich Versicherungskaufmann sind und dann kochen Sie permanent leidenschaftlich und sind im Fernsehen machen und tun, geht. Wann haben Sie Zeit für Ihre Ehe? Okay, habe ich. Also ich habe Zeit für Ehe, weil ich auch das Kochstudio im Haus habe. Also ich habe ein Haus, genau, ich habe ein Haus gebaut mit einem Kochstudio und da über meine Wohnung. Ich gehe runter und koche Gänse. Dann gehe ich wieder nach oben, ruhe mich aus. Die machen das nächste Set fertig. Ich gehe runter, mache Silvestermenü. Also. Super. Und die Frau ist dabei und mein Findchen heißt nicht Findchen, sondern Linda. Mein Hund beißt auch nicht. Mein Hund heißt auch nicht Findchen. Mein Hund beißt nicht und ist dabei. Der wäre jetzt, meine wäre jetzt hier ruhig und würde sich freuen. Und hier, das ist der Hund. Ich muss das leider für die Fernsehzuschauer mal eben sagen. Ich gestehe zu, Rainer, das ist ein sehr großer Mann und mein Dackel ist ein Zwergdackel. Und Fienchen hat sich so erschrocken, dass sie dem großen Mann den Zeigefinger gebissen hat. Und jetzt ist das. Oh. Aber nochmal zu ganz. Auch bitte, wer also Rotkohl mag, wer Wirsing macht oder Rosenkohl dazu macht oder Sauerkraut, dies polnische und ein Knödel, soll es machen. Was ist aber einfach mal, und Saskia probiert einfach mal, Cranberries einfach nur mal rühren. Mit ein bisschen Orange und ein bisschen Zucker und dann das Essen. Und hier hat mir ein befreundeter Metzgermeister aus der Gänseleber eine Wurst gemacht mit ganz wenig Fett. Hier, einfach mal probieren und noch mal einen weitergeben. Und das ist einfach lecker und das dazu und eine Soße. Mach einfach einen Probierer mal. Also, ja? Ja, ich probiere. Ja. Ich wollte dem Herrn Sittler was geben, wenn Sie mal schauen möchten. Der hat nichts. Ja, ich bin nicht rüber. Ich bin ich nicht hatte rüber nur gekommen. Sie haben es ja auch weggerissen. Ich sollte das probieren. Ja.
Lecker. Lecker. Sehr gut. Also das mal vorstellen, nur Soße dazu und vielleicht von deinen Pferdebraten die Klöße ein dazu. Passt zu dem Pferd wunderbar. Ja, passt auch zu Pferd. Wirklich wahr. Passt zu allem. Passt eigentlich zu allem, auch zu Klamotten. Ja. Perfekt ist das. Das ist wirklich wunderbar. Also zu den Klamotten, ne? Passen ganz, aber wie aufs Auge. Aber das Braun von dem Pferd. Nee, stell dich mal von Jensebraten mit so einem Ding, das ist Hammer. Mach nächstes Jahr. Ja. So. Noch eine letzte Frage. Silvester, kommt ein weltberühmter Musiker zu Ihnen? Und Sie kommen... Nee, total verkehrt. Der kommt ins Studio für das auf das rote Sofa. Ja, zu Ihnen. Das ist nicht meine Sendung. Und da haben wir überlegt, die haben die Redaktion überlegt und macht auch Fragen. Ich weiß, dass ihr beide zuletzt auch hierbei das wart. Das ist eine meiner Sendung. Da wird immer gefragt, was essen Sie gerne und was wollen Sie essen? Da hat er geschrieben, ich möchte nichts von Rainer Sass essen und Sie was von Rainer Sass. Ja. Oder so. Ja? Und der sagt irgendwas Norddeutsches und dem mache ich einen ganz speziellen Kartoffelsalat. Ich nehme die Würstchen nicht zum Kartoffelsalat dazu, sondern nehmen sie in den Salat rein, schmeiß die Petersilie raus, frittier die und mache ein weichwachs gekochtes Ei oben auf den Salat raus. Und der ganze Salat wird als Symphonieturm, also so aufgebaut. Da kommt oben dieses frittierte Petersilie drauf und dann dieses halbe Ei, das so wachsweich, wenn man das anschneidet, über die Philharmonie, über die Elbphilharmonie so rüberläuft. Über die Elbphilharmonie gleich. Ja. Ein sehr großes Tür kennt Nagano. Ja, Nagano ist Chef des NDR-Symphonieorchesters. Eine große Ehre, dass der das wünscht und dass ich dafür, dass die Redaktion daran denkt und sagt, Rainer Sass könnte dieses bisschen internationaler gestalten. Okay. Jetzt beiß mal rein, sag mal einfach. Mach doch schon. Ja. Was ist das? Also es ist Rosinenbrot, das ist leicht geröstet, mit einem ganz klein bisschen Zucker, so ganz bisschen nur, dass es so annimmt, dass es so ein kleines Karamell bildet und dann diese Leberwurst darauf. Normale Leberwurst darf 35% Fett enthalten, das sind nur 12% oder 13%, also Schnittchen mehr. Rainer Sass, Fernsehkoch, hauptberuflich Versicherungskaufmann, überzeugend. Ja, danke. Weiß ich, wie es mit der Versicherung ist. Ja, auch überzeugt. Kleine kulinarische Randbemerkung. War ja schon in ein paar Talkshows, aber beste Weinauswahl. Guck. Ich habe schon Dinger gekriegt, hallo. Ja. Ein Weißburgunder aus der Pfalz. Oh, sauber, schön. Also, vielen Dank Dankeschön. Für das Kompliment. Also. Ja, leider, Annemie Hülschrat, gar kein Wein. Nee, ich kriege so schnell einen Schwips, das möchten Sie nicht erleben. Wirklich, dann rede ich ein Zeug, ja? das habe ich alles gar nicht erlebt, was ich dann erzähle. Unangenehm, wirklich wahr. Anne Müller, Sie haben sich eine Weile zurückgezogen vom Fernsehen. Jetzt sind Sie wieder da. Wie ist es Ihnen überhaupt ergangen? Die Menschen haben auf Sie gewartet. Sie haben es eben schon gemerkt, am Applaus, Begeisterung. Ich freue mich da wahnsinnig drüber, weil ich war damals aus Deutschland weggegangen mit meiner Familie, weil wir gesehen haben, ich hatte eine gewisse Prominenz erreicht, ja, zu der Zeit. Und es ist für Prominente nicht immer ein Zuckerschlecken, weil in der Nachbarschaft und so weiter, also vielleicht die Prominenten hier können das vielleicht bestätigen im einen oder anderen Fall, es gibt immer wieder Menschen, die beobachten dich dann genau und behaupten, ja, jetzt rechts in der Nase höher und so weiter. Und ich fühlte mich sehr beobachtet und ich hatte auch den Eindruck, ich kann machen, was ich will. Die haben wirklich häufig... Es war nicht schön. So, dann haben wir gesagt, wo gehen wir hin? Ja. Dann haben wir als überzeugte Europäer natürlich gesagt, komm, dann lass mal nach Polen gehen. Ja gut, das war ja vor 8 Jahren. Ja, ja, eben. Deswegen sind wir jetzt auch wieder da. Es geht nicht mehr. Aber ist denn Walter, Ihr Ehemann, ist der denn einfach so mitgegangen oder gab es da große Diskussionen? Wir haben das diskutiert. Wir haben das häufig diskutiert. Das war eine wohlüberlegte Entscheidung. Ja? Und du musst ja auch, wenn du mit einem Hund lebst, musst du auch für den Hund die beste Entscheidung treffen. Da bist du nicht alleine. Da kannst du nicht sagen, ich habe jetzt Lust, für nach Polen zu gehen. Da musst du schon auch überlegen, ist denn da auch dein Tier da gut aufgehoben? Und es war alles, wir haben sehr schön gewohnt da. Es war auch wirklich eine Zeit lang, war es wirklich auch nicht. Da sind auch wunderbare Menschen, um die es mir sehr leid tut. Ja, aber auch die Hunde. Die Polen sind große Hundefreude und es gibt sehr, sehr viele Rassehunde. Sehr schöne, wohlerzogene Hunde mit wirklich guter Kinderstube. Hatte denn Helmut da Anschluss, also ihr Pudel, hatte da auch Anschluss sofort? Auf jeden Fall, ja. Ja, ja, hat sich da sehr wohl gefühlt. Und er hat auch ein bisschen gelitten, als wir gesagt haben, wir müssen wieder zurück nach Deutschland. Politisch allein schon. Ja, aber, ja, Entschuldigung, aber im Sinne von Helmut, in Polen gibt es auch eine Bewegung, das ist auch nicht gut für Schwule und Lesben. Das ist richtig. Und Helmut, wir haben eine große Homophobie dort und das wollte ich auch unserem Hund nicht mehr weiter zumuten. Entschuldigung, das ist wirklich, für einen schwulen Hund ist das nicht ganz einfach. Ja. Weil die Menschen eben so reagieren. Ja. Ne?
kann man ihnen auch nicht verübeln. Man lacht halt erstmal, wenn was nicht so vertraut ist. Denkt man erstmal, hahaha. Aber jetzt ist alles wieder gut und vor allem haben sie sich ja entschieden, ich komme nicht nur zurück und auch wenn eine gewisse Prominenz ihren Preis fordert, ich mache weiter Fernsehen. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache und eine ganz große Neuigkeit. Im Januar geht es wieder richtig los. Heute ist ja sozusagen ihr Antrittsbesuch im deutschen Fernsehen wieder. Ja. Ich freue mich wirklich sehr, meine Damen und Herren. Annika Hülscher wieder da. Super. Ja. Ein bisschen stolz auf meinen Sender. Ich bin ja nicht mit allem einverstanden, was im WDR so läuft. Aber ich finde, dass der sie überredet hat, nochmal so mit Prominenz. Ja, das hat sich so ergeben. Ich habe mich furchtbar gefreut. Ich durfte mir zwei Leute aussuchen, die ich besuchen wollte. Und dann habe ich direkt gesagt, ja, also am liebsten würde ich einmal nach Til Schweiger fahren. Und der hatte mich auch dann eingeladen, hat gesagt, ja, sehr gerne. Und dann war ich halt, ich bin ganz großer Ute Lemper-Fan, schon immer. Und dann habe ich die in New York besucht und das war auch wirklich eine sehr schöne Zeit. Das ist aber kühn, da kommt Annie Möhlich nach Jahren und dann fahre ich mal eben nach New York zu Ute Lemper. Ja, ich konnte das selbst nicht fassen, als die dann sagten, ja, die Frau Lemper hat gesagt, sie soll kommen. Habe ich gesagt, Walter, kneif mich. Ne? Ja, das glaubst du selber nicht. Das habe ich auch nicht geglaubt, wie ich da ankam. Ja. Ne? Wir haben einen kleinen Ausschnitt, wie Sie Til Schweiger besucht haben. Oh Gott, das kriegen wir jetzt zu sehen, ne? Ja, aber das kommt ja eigentlich am 2. Januar, am 3. Januar. Aber jetzt, meine Damen und Herren, ein kleiner Vorgeschmack mit dem männlichen Mann der Deutschen überhaupt, Til Schweiger. Mhm. Ja, Mann, du bist schon schön. Ich habe gerade noch mal geguckt. Das okay, danke schön, Annie. Aber du siehst auch nicht schlecht aus. Ja, that's good. Oh. Yeah, come on, Anime. Oh, boah, du holst ja richtig was raus aus mir. Du musst dich einfach mal gehen lassen. Boah. Du hast ja viele Oktaven, ja? Hat mir nie einer gesagt, du hast viele Oktaven. So spricht man ja auch nicht normal miteinander. Im normalen Leben sagt ja keiner zu dir, hallo, du hast viele Oktaven. Oktaven. Ja, ja. Sagt ja keiner. Ja. Hat mir auch noch niemand gesagt, wird mir aber auch niemand sagen, wenn ich singe. Das nur nebenbei. So viele Oktaven haben Sie nicht? Nee. Ja, ich habe auch nicht mehr so viel, die sind wieder weg. Ich hatte bei der Lampe hatte ich plötzlich ganz viele Oktaven, wie sie sagt. Ich weiß ja nicht, vielleicht wollte die mir schmeicheln. Wie riecht denn der Til Schweiger? Wie der riecht? Ja. Er duftet. Oh ja. Wirklich wahr. Pflegter Mann. Ja, das glaube ich auch. Wirklich deswegen sind wir ja nahe gekommen. Und das sah ein bisschen auch nach Flirt aus. Also wir haben unsere Beziehung auf solide Füße gestellt und es ist eine große Sympathie vorhanden, das war auch, ist spürbar, aber es ist auch nichts passiert. Ich weiß nicht, wie das mit Walter war, mit dem Sie ja schon sehr, sehr lange verheiratet sind. Ja. Lässt er Sie immer so ziehen, wenn Sie so dolle Menschen kennenlernen? Das ist nicht ganz einfach, weil es in unserem normalen Leben einfach normal nicht stattfindet. Also jetzt, ich gehe ja nicht mit irgendeinem Mann mit oder so, da braucht der Walter wirklich keine Sorgen haben. So. Und wenn jetzt natürlich so ein Herr Schweiger sagt, kannst du mich in Berlin besuchen? Und dann gibt es Momente auf einem Hotelzimmer und so weiter. Das finde ich selber auch schon heikel, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich auch mit Walter drüber telefoniert? Ich kann nicht beim Schweiger auf ein Hotelzimmer gehen und so tun, als wäre nichts. Ja, ich kann nicht abends mit meinem Mann telefonieren, dann und wie war es? Und dann sage ich nichts. Dann sage ich, ich war bei dem Schweiger im Hotelzimmer. Okay. Aber das ist, der kann mir sehr vertrauen, das weiß der Walter auch. Ja, aber ich möchte ja nicht sagen, aber als Sie erfahren haben, dass heute Abend Walter Sittler neben ihm sitzt, dann bin ich schon ein bisschen nervös geworden. Hat aber auch was mit Walter zu tun. Aber wir haben kein Hotelzimmer, also insofern. Genau, ich kenne das Hotelzimmer vom Herrn Sittler nicht. Und es ist auch ein bisschen, für meinen Mann ist das schon schön, wenn er sehen kann, wie ich mich freue über einen Walter. Ja, das ist natürlich. Trotzdem jetzt noch eine Lebensänderung, das stimmt ja tatsächlich. Ich meine, den Walter gibt es und den Helmut gibt es eben auch, ihren Pudel. Ja? Ja. Helmut zieht aus. Ja. Wir werden im späteren Verlauf der Sendung noch auf Sie zu sprechen kommen. Ihr Sohn ist auch erwachsen geworden. Da habe ich gedacht, holla. Ja, das ist nicht einfach. Vor allen Dingen ist das auch nicht einfach. Ich hatte da auch mit dem Till drüber gesprochen. Der hat da eine etwas andere Auffassung von der ganzen Geschichte. Der Helmut möchte ausziehen jetzt, weil er
ich finde das richtig, wenn ein Hund, der ist mit dem Daniel zusammen, schon eine ganze Weile, und die möchten auch irgendwann halt zusammenziehen. Ja. Wie wir Menschen das ja auch möchten, finde ich jetzt nicht so der komisch. Der ist ja schon auch älter. Er ist alt genug, für das auch mal auszuprobieren. Wie geht das? Stehen wir zueinander und bleiben wir zusammen? Jetzt ist nicht, find mal eine bezahlbare Wohnung für ein schwules Hundepaar. Das ist nicht. Die kommen immer in die nächste Runde, solange ich dabei bin. Und wenn es dann darum geht, auf einmal, ne, die Vermieter alle. Ach so. Ne? Das finde ich hier in diesem Land nicht gut. Naja, auf jeden Fall. Noch sind sie zusammen, die Kleinfamilie, mit Helmut, mit Walter. Weihnachten feiern sie jetzt auch friedlich hier zusammen? Ja, zusammen, genau. Mit dem Daniel auch, dem Lebens... Ach so, der kommt dazu. Helmut, der kommt dazu, und, weil dessen Eltern kennt man nicht. Das ist auch eine traurige Geschichte. Der ist weise, also... Der ist alleine, der ist in einem Heim groß geworden. Und wir wissen, was es gibt, nämlich Pferd. Ja, richtig. Das mögen die Jungs auch. Pferd essen die Pferd mit. Ja, die mögen das auch. Ja. Schwule Hunde essen Pferd. Ja, ich Heteros auch. Das ist ja gar nicht so unterschiedlich. Da meint man immer, die sind, das ist normal. Ne? Also, war aber auch jetzt eine ziemlich blöde Frage rein. Ehrlich. Also wirklich. Darf ich auch fragen, mit Til Schweiger und so was Schönes gegessen? Oder in New York los gewesen? Und was gegessen, wenn man schon mal da ist? Was man gegessen hat, nee, ja. Oder? Was ich in Berlin gegessen habe. Mit Til Schweiger. Mit Til Schweiger. Der hat ja jetzt. Nee. Also, ja, wir haben auch gegessen. Ja. Das wird man alles genau erfahren am 2. Januar, wenn es losgeht. Und einen Abend später gibt es schon am 3. das Erlebnis mit Ute Lemper. Ich freue mich total, dass Sie wieder da sind. Annemie Hülschrath, meine Damen und Herren. Freue mich sehr. Jetzt hätten wir immer Jungs. Kann ich einmal austreten? Ja, ich sage allen Gästen immer, einmal austreten ist kein Problem. Ja, weil das ist, ich bin in einem Alter, wo die Blase halt auch, ich weiß es nicht. Aber Sie kommen ja wieder. Ja. Dankeschön. Tschüss. Für Ihr Verständnis. Die Schückes. Wir gehen da jetzt einfach drüber. Lieber Walter Sittler. Sie haben gut gesessen, Leben. Wunderbar, großartig. War da, mag Sie gerne. Man kennt Sie als Schauspieler, als Serienliebhaber vor allen Dingen. Liebhaber kann man ja sagen, bei Nicola, bei Girlfriends. Sie waren ja am Schwärmen. Das hört ja auch nicht auf. Nein, das finde ich auch schön. Nee? Aber, was man vielleicht, was wenige wissen, auch wenn wir hier in der Sendung schon mal darüber gesprochen haben, Sie sind ein ganz ambitionierter auch Dokumentarfilm, auch Produzent, gemeinsam mit Ihrer Frau. Ja. Und es gibt jetzt endlich einen Kinostart für ein großes Projekt, was Sie seit vielen Jahren vorantreiben, wo es um Kinder in aller Welt geht, die Sie auf Ihren Schulwegen begleitet und gefragt haben. Ja. Also nicht nur Sie alleine. Also ich war gar nicht dabei. Eben. Ich organisiere Sie sind ja der... Und guck, dass Geld da ist, damit die das drehen können. Und das Entscheidende sind die Interviews mit den Kindern. Also der Schulweg ist nur die Metapher. Und dann gibt es zwei lange Interviews. Da gibt es dann, man sieht die manchmal im On, wie sie reden, wie sie denken und reden. Und dann über die Bilder sind auch dann die Stimmen der Kinder. Und das ist der dritte Kinofilm, den wir jetzt zusammen gemacht haben. Und das ist also auch einer, wo ich sehr, sehr, sehr dran hänge. Der ist, glaube ich... Bin ich sehr glücklich, dass wir das hingekriegt haben. Wenn Sie mal kurz die Augen schließen und versuchen zu denken, welches Kind kommt mir sofort in Erinnerung? Das ist natürlich die ersten drei, weil wir haben 2010 angefangen. Das ist Annalena aus dem Schwarzwald und dann der Lunico aus Südafrika und Toa aus Laos. Und in Laos war ich dabei. Das war das einzige Mal. Das ist ein weltumspannendes Unterfangen. Ja, wir wollen also eigentlich aus jedem Land der Welt ein Kind porträtieren. Das ursprüngliche Projekt heißt 199 kleine Helden. Und wir porträtieren ein Kind aus jedem Land, egal ob das Land groß oder klein ist. Wir machen überhaupt keinen Unterschied. Und das heißt 199, weil es gibt keine ordentliche Länderliste. Also das Auswärtige Amt hat 194, die FIFA hat 207, die UNO hat 198. Also das ist uns egal. Wir gucken, wo ist ein Land, wo ist ein Kind und dann porträtieren wir. Und wir wollen auch, wir haben reiche Kinder, wir haben arme Kinder, wir haben gesunde Kinder, wir haben kranke Kinder, weil sie alle sind gleich für uns. Und alle reden auf eine Weise, wo man sagt, mein Gott, wenn die doch nur so blieben, wie sie sind. Das ist ein schöner Satz. Bei manchen wird es vielleicht so bleiben. Aber wir gucken mal rein. Es ist schon faszinierend zu sehen, auch über die Länder verteilt, mit was für einer Offenheit die Kinder auch reden. Ja. Der Film von Walter Sittler und seiner Frau. Ja. Sigrid Klausmann. Sie haben eben die Bilder gesehen, die Sie gut kennen. Ja. Und haben sich so ganz zurückgelehnt. Ja, es ist jedes Mal wieder berührend, wie die Kinder, wenn man ernsthaft mit ihnen redet, auf ihre Augen mit ihnen redet und nicht von oben runter, was sie alles wissen und was sie alles sagen. Weil sie kriegen genau mit, was in der Welt passiert. Auch der Kleine auf dem Berg in Nepal, der weiß genau, was los ist. Obwohl er eigentlich, denkt man, der kann gar nichts wissen. Und ich denke, wir sagen so oft, wir müssen was machen, damit unsere Kinder die Welt, dass wir ihnen eine gute Welt übergeben. Und wenn ich mich so umschaue, habe ich das Gefühl, so sehr viel wird da nicht getan. Und ich denke, es ist sinnvoll, denen mal zuzuhören, weil die sagen dir genau, was sie erleben und was sie auch
erleiden an dem, was die Erwachsenen anstellen. Irre sind natürlich auch die Bilder von den Schulwegen. Ja, der eine wedelt mit den Skiern runter. Ja. Das war, glaube ich, in Österreich. In Österreich, genau. Ja, die anderen mit dem Boot und mit dem Bus und allem Möglichen. Mit allem Möglichen. Aber ich habe mich natürlich gefragt, kleine Helden, waren Sie ein kleiner Held? In dem Sinne, wie Sie heute diese kleinen Helden sehen? Ich war nicht so wie die. Ich hätte nicht so gesprochen wie die. Ich bin der Jüngste von 8 und habe geschaut, wo ich irgendwie durchkomme. Und bei diesen Kindern stellt man fest, dadurch, dass auch das New Yorker Mädchen, die Bildung, die sie bekommen, was das für Möglichkeiten eröffnet, auch sprachlich, was die reden können. Und daran sieht man, wie wichtig Bildung ist. Das ist eben, es ist natürlich auch ein politischer Film dadurch. Das macht ihn auch ein bisschen für manche nicht so leicht. Aber wenn wir denken, dass wir über 100 Millionen Kinder haben, die keine Bildung haben, die gehen nicht zur Schule. 600 Millionen haben rudimentäre Bildung. Das ist eigentlich für eine moderne Welt eine Katastrophe. Ja. Wie soll das gehen? Wie soll die Welt denn werden? Und deswegen, und die Kinder, wenn die das sehen, wir waren auf vielen Festivals, wir haben Preise gewonnen und alles mögliche, von den Kindern bekommen, ganz wunderbar. Die in Gera sagten, dieser Film hat das Potenzial, die Welt zu verändern, wo ich dachte, das ist sehr hochgegriffen, aber wenn die das so sehen, ist das schön. Und ich hoffe eben, dass viele reingehen, damit man merkt, wie wichtig diese Kinder für uns sind und wie die uns den Spiegel vorhalten. Sie haben, ganz entspannt. Sie haben ja eine große Affinität zu Kindern. Sie mit Ihrer Frau, das ist ja ein gemeinsames Projekt von Ihnen, Sigrid Klausmann. Ich würde trotzdem mal gerne auf Ihre Kindheit zurückgehen. Sie waren der Achte von 8. Die Jüngste von 8. Und es hört sich irgendwie ganz toll an, wenn man sagt, oh ja, der ist in Chicago geboren und der Vater war an den Unis, hat da gelehrt. Aber es war eine sehr unruhige Kindheit, von einem Kontinent dann wieder zurück zum nächsten. Und es war auch eine sehr arme Kindheit. Ja, also mein Vater ist erst in Deutschland dann an die Uni gegangen. Er war vorher am College und hat immer wieder gewechselt aufgrund seiner Vergangenheit. Und wir sind, ich glaube, in Amerika allein, ich erinnere allein 4 Stellen, wo wir gewohnt haben. Und ich war 6, als wir weggingen. Und davor waren noch 2. Also meine Mutter ist in den 40 Ehejahren, etwas über 30 Ehejahren 40 Mal umgezogen. 40 Mal umgezogen? 40 Mal. 40 Mal. In verschiedenen Ländern wohlgemerkt, ja. Auch noch. Ja. Das kommt erschwerend hinzu. Wenn man sagt, auf den Schulwegen, Sie haben wie viele Schulen besucht? 8. Auch 8 Schulen und davon waren Gymnasien 5. 5 Gymnasien. Sie haben eben gesagt, mein Vater aufgrund seiner Vergangenheit. Das war seine politische Vergangenheit. Ja, er ist aus Deutschland nach USA rüber. Und da er ja während des ganzen Krieges in Deutschland war und für das Auswärtige Amt gearbeitet hatte, war er an Universitäten zwar als Lehrer eigentlich gern gesehen, aber die politische Vergangenheit, das ging nicht. Also er musste dann immer wieder gehen, auch wenn die Direktoren sagen, wir halten zu dir, das hat nicht funktioniert, das verstehe ich auch. Und dann ging es so weit, dass wir waren dann plötzlich die Nazi-Kinder. Ich bin 52 geboren in den USA, ja. Und dann hat mein Vater gesagt, das geht jetzt nicht, ihr geht nach Deutschland für ein Jahr und dann kommen wir zurück. Haben Sie das als Kind verstanden? Ich habe nichts verstanden. Ich hatte keine Ahnung. Natürlich nicht. Weil, diese Kinder in Ihrem Film, die reden, konnten Sie als Junge gut reden, mit anderen, sich mitteilen? Ich hatte 7 Geschwister, die sehr gut redeten. Ich habe mir ja zugehört. Also nicht so ganz schüchtern? Auch, ja, bestimmt. Weil ich dachte immer, die Großen, die wissen so viel und die reden so gut. Und wenn ich mal groß bin, dann kann ich das auch. Aber dann waren die Großen schon wieder größer. Aber ich habe inzwischen gelernt, dass die Großen so viel auch nicht wissen. Es hat lange gedauert, aber jetzt weiß ich's. Aber dann, wenn Sie auch sagen, das war ja auch entbehrungsreich, dieses Leben, also Sie waren keine reichen Leute. Ich habe es nicht entbehrungsreich empfunden, weil wir waren immer zu 8 oder zu 10, es sei denn, die älteren Brüder gingen weg. Und wir hatten immer zu anziehen, wir hatten immer zu essen. Also ich habe es nicht so empfunden. So im Vergleich kann man sagen, wir hatten wenig. Aber das, als Kind, man arrangiert sich so mit allem. Ist Ihnen das hier auch so gegangen bei den Kindern, die Sie erlebt haben, auch wenn Sie nicht bei allen dabei gewesen sind? Wir haben ja von jedem Kind ein eigenes Porträt. Das gibt es dann nächstes Jahr auch. Und die Kinder beschweren sich nicht, sondern die nehmen ihre Situation an und sagen, wenn man sie fragt, wie sie es ändern würden und was sie besser machen würden. Und zwar ganz klar und ganz gerade ohne Mitleidsheischen. Ja, die wollen kein Mitleid, sondern die erzählen nur. So wie das jordanische Mädchen sagt, mein ganz arme Verhältnisse, mein Vater hat 2 Frauen, das ist ganz normal. Sie sagt nicht, mein Vater hat 2 Frauen, oh, es ist so. Und das ist das Schöne, was noch viel schöner geworden ist, als ich dachte. Dass man sieht, wie reich und wie vielfältig unsere Welt ist und dass sie das unbedingt auch bleiben soll. Und wenn wir uns abschotten, dann verlieren wir ganz viel. Und deswegen kommt dieser Film, ohne dass ich das wollte, genau zum richtigen Zeitpunkt. Das ist ein richtiges Familienprojekt, weil das Lied, das hat unsere Tochter komponiert und eingespielt. Ach, das habe ich vergessen zu sagen. Die ist Musikerin, ja. Das stimmt. Ich wollte gerade fragen, Ihre Kinder sind natürlich inzwischen erwachsen. Ja. Ja. Was haben denn Ihre Kinder auf ihren Schulwegen erlebt, beziehungsweise hatten die für Schulwege? Also, ich wurde immer wieder mal gefragt, warum sind deine Kinder nicht auf dem Internat? Du warst doch auch. Ich wollte meine Kinder immer zu Hause haben. Ich wäre lieber zu Hause gewesen. Und was sie alles erlebt haben, haben sie mir nicht immer erzählt. Das ist ihr Geheimnis. Und wir haben sie auch gelassen. Ja? Die sind dann von Stuttgart-Vaihingen, wo wir gewohnt haben, sind die dann in die Stadt runtergefahren. Das war ihr Weg. Wir haben uns da nicht eingemischt. Wenn Sie sagen, auf dem Internat wie ich, hört sich jetzt so an, wieso? Die hatten noch wenig Geld. Ihre Mutter war dann in Salem tätig, beruflich. Ja, ich hab immer Stipendien gehabt, Vollstipendien. Ach, Sie sind so ein kluges Kerlchen gewesen. Ich weiß nicht, mein Vater hat das irgendwie eingetütet. Was weiß ich.
Und Sie sagen, Ihre Kinder sind zu Hause geblieben, weil Sie auch gerne alle um sich hatten. Aber es gehört ja auch mittlerweile so ein bisschen zum guten Ton, dass Leute, die auf sich halten, ihre Kinder irgendwo hinschicken in den Internat, weil das so schick ist. Nee, wir hatten immer den Eindruck, weil meine Frau ist die dritte von 7 Kindern. Und ich bin der Meinung, man muss den Kindern nicht hinschicken irgendwo, damit sie was werden, sondern man muss sie helfen, den Weg zu gehen, der ihrer ist. Und den kenne ich nicht unbedingt. Ich kann aber gucken, geht es ihnen gut. Ja, darum geht es. So haben wir das gemacht. Würden Sie denn sagen, Ihre Kinder sind, ja, mittlerweile Großhelden kann man nicht sagen, das klingt so theatralisch, aber waren kleine Helden? Haben Sie manchmal bewundert? In gewisser Weise schon. Also zum Beispiel der Mittler, der ist der Junge, der Benedikt, der ist ein ganz ruhiger, aber wenn es darauf ankommt, wenn Ungerechtigkeit kommt, dann es dauert eine Weile und dann steht er auf und tut was. Und das ist genau das, was man braucht. Also Leute, die schauen, wie geht es meiner Welt um mich herum, wie geht es den anderen, wie geht es der Gesellschaft insgesamt. Also erst mal die kleine Familie, dann der Klasse, dann der Schule. Und die dann aufstehen, wenn Ungerechtigkeiten kommen. Und das macht er und das machen die anderen auch. Warum die das machen? Wir haben halt versucht, sie so werden zu lassen, das werden zu lassen, was sie eigentlich sind. Und das ist das Kunststück, glaube ich. Und das ist für Eltern ganz wichtig. Es ist schwer, weil man denkt, die sollen Rechtsanwalt werden oder Arzt oder irgendwas. Aber vielleicht wollen die Regisseurin werden oder Musikerin oder Mathematikerin. Dann muss man ihnen da helfen. Und das ist nicht so einfach. Sie werden das wissen, ne? Ja? Dass man da irgendwie, man muss gleichzeitig loslassen und irgendwie die Leitplanken nicht zu eng machen, weit machen. Weil die Kinder müssen Probleme lösen, die wissen wir noch gar nicht, dass sie kommen. Und manche auch hinterher noch nicht. Walter Sickler. Ja, ja. Die Premiere ist im Januar. 19. Am 19. Danke, dass Sie da sind. Ja, ich habe überlegt, wie ich Sie vorstelle, Silke Burmeester, abgesehen von denen, die Sie als Journalistin kennen und schätzen. Ich würde fast sagen, Sie verkörpern den Typ emanzipierte, moderne Frau, die selbstbestimmt lebt, die einen guten Beruf hat, die ihr Kind mehr oder minder allein erzogen hat nach der Trennung, aber der Vater des Kindes kümmert sich auch. Also eigentlich so alles im Döschen, sage ich jetzt mal, die Welt. Hätten Sie sich vorstellen können, vor etwa 10 Jahren, dass das Erwachsenwerden Ihres Sohnes, das Flüggewerden, Sie einmal emotional komplett aus der Bahn wirft? Nein, das hätte ich nicht. Und zwar, ich glaube, genau aus diesen Gründen, weil die Selbstwahrnehmung eben die ist einer emanzipierten Frau. Und emanzipiert heißt in dem Moment eben für mich nicht auf Familie fixiert oder das Glück im anderen suchen, sondern mein Beruf ist total wichtig. Ich liebe den, ich habe auch immer voll gearbeitet und der ist sehr erfüllend. Und deswegen war das so überraschend, weil man ja, ne, das wird ja immer als so ein Entweder-Oder irgendwie so ein bisschen gespielt mit der Berufstätigkeit oder der Familie. Und das ist es natürlich gar nicht. Und ja, deswegen hat es mich wirklich überrascht, kann ich anders sagen. Es hat Sie so überrascht und in Anführungszeichen mitgenommen, dass Sie darüber ein kluges, aber auch witziges Buch geschrieben haben, übrigens auch wütendes Buch. Und der erste Satz, den haben wir nochmal notiert, der gefällt mir gut. Da schreiben Sie, das Buch beginnt und Sie schreiben, der Mensch, den ich vor 17 Jahren geboren habe, steht in der Küche und brät sich ein Ei. Guter Mann. Guter Satz, guter Mann. Das ist so, als würden Sie etwas... Das war zu dem Zeitpunkt auch das Einzige, was er konnte. Ach so, ja. Aber ein guter Anfang. Also ja, super Anfang. Nicht so einfach. Ja. Das Ei zu braten ist nicht so einfach. Ja, aber es klingt doch so, als hätten Sie so ein etwas kritisches Auge auf ihn geworfen und würden eher ein Objekt betrachten als Ihren Sohn. So habe ich mich in dem Moment auch gefühlt. Also ich beschreibe da ja die Szene, also wie ich da eben in dieser Küche sitze mit meiner Tasse Tee und auf dieses etwas schau und eben auf einmal begreife, dass das nicht mehr der kleine süße Junge ist, den ich eben noch hatte. Das weiß ich ja die ganze Zeit, dass er das nicht ist. Aber emotional gibt es ja immer noch den Wunsch danach, auch nach dieser Innigkeit. Oder gab es? Und dann schaue ich da hin und dann ist der riesengroß und die Klamotten schlabbern. Und das war irgendwie ein Sonntagnachmittag um 3 und er brät sich das Ei, weil er gerade aufgestanden ist und erzählt, oder Samstagnachmittag wahrscheinlich, weil er sich jetzt gleich wieder fertig macht und er nachher wieder los will. Und da merkt man natürlich, ja, der geht jetzt raus. Und, der eigene Einfluss schwindet. Es geht nicht um den eigenen Einfluss, sondern ich glaube, also mich hat das eben auch angerührt, was Sie gesagt haben, Herr Sittler, weil es ist genau, also ich finde, das ist, glaube ich, auch die größte Aufgabe, die wir Eltern haben. Also dieses Loslassen ist nicht nur Loslassen, lassen, sondern auch zu schauen, wer ist das eigentlich? Wer ist dieser Mensch? Und nicht die eigenen Wünsche und Sehnsüchte auf diesen Menschen zu projizieren. Das, finde ich, ist wirklich eine ganz, ganz große Aufgabe für Eltern. Also sie eben nicht zu überfrachten mit den eigenen Wünschen nach einer Karriere, sondern zu sehen, hey, mein Kind, das wäre ein super Tischler. Aber das wäre kein Arzt oder so. Also gerade, ne, wir etwas gebildeten Eltern, da müssen ihr Kinder immer sonst was werden. Aber wir gucken nicht hin, wer der Mensch ist. Und dieses Hingucken, wer der Mensch ist, hat aber eben auch was, ja, was Anrührendes und dann vielleicht auch was, was Schmerzhaftes, weil auch das natürlich ein Abschied von was ist. Also zu sehen, guck mal, der ist ja gar nicht, also mein Sohn, der ist ganz, ganz toll, aber er ist natürlich auch nicht ganz so toll, wie ich ihn gern gehabt hätte. Ich glaube, das sagen die allermeisten Eltern. Ich glaube, das sagen alle Eltern, aber natürlich hätte ich... gern, dass er mehr kochen kann als nur ein Ei. Es kommt. Schicken Sie den mal zu Rainer Sassner. Ja, schick ihn einfach mal. Er arbeitet jetzt in der Gastro bei Till Schweiger. Er kann mittlerweile, glaube ich, Herzchenkaffee. Oh, ich habe 4 Jahre lang 10. Klasse unterrichtet, also 14-, 15-, 16-Jährige.
Und das einmal im Monat mindestens. Und da war am Anfang immer so. Und nach 10 Minuten haben die eine Aufgabe. Boah! Und dann sind sie da und haben Lust und Bock und kochen 3-4 Stunden. Und sind das auch ruhig dabei. Und da haben wir Eier pochiert. Das ist auch übrigens eine gute Geschichte. Also nur in so einem Sud mit bisschen Salzwasser und Essig das Ei pochiert. Und dann sind pochiert, nee, machen wir das Dings. Und nachher habe ich SMS gekriegt. Herr Saas, ich bin in der Familie allein Pochierer. allein. Aber es ist ja so. Ich habe schon sehr oft gehört, dass Mütter oder auch Eltern sagen, das ist super, der oder die ist jetzt erwachsen, flügge, prima, wir haben einen neuen Abschnitt, alles easy. Und sie sagen, nee, es gibt aber auch sehr viele, dazu gehöre ich wohl ganz offensichtlich, die sich ganz, ganz schwer damit tun. Und sie haben auch wirklich Begrifflichkeiten. Da schreiben sie zum Beispiel, dennoch wurde ich zu einem hilflosen Emotionswrack, wenn ich an das Großwerden meines Sohnes dachte. Ich leide wie ein Hund, haben sie geschrieben. Ja, ich komme damit nicht klar. Habe ich eine Psychomacke? Was ist eigentlich los? Also im Grunde genommen geriet die ganze Welt ins Wanken, weil sie nicht damit gerechnet haben, mit welcher Wucht dieser Abschied vollzogen wird. Na, ich wusste auch nicht, dass ich nicht die Einzige bin. Also ich dachte ja tatsächlich, also als ich das so merkte, es fällt mir schwer und da schlich sich so eine Trauer ein. Ich wusste nicht, dass es anderen Frauen, also auch Vätern, aber vor allem auch Frauen auch so geht. Und dann denkst du natürlich, du tickst nicht ganz sauber. Und das hat mich dann, und dann erzählt man das auch nicht, weil man irgendwie denkt, nee, man hat ja halt, man sollte vielleicht mal zu einer Beratung oder zu einer Therapie gehen oder irgendwie so, bis ich dann irgendwann einer Freundin das erzählte und die sofort sagte, du, meine beiden anderen Freundinnen geht's auch so. Und dann merke ich, das bin nicht nur ich. Und mittlerweile weiß ich, das ist halt ein, also es gibt eben Eltern, die trifft das nicht, aber es gibt ganz viele, die es sehr stark auch trifft. Das ist relativ weit verbreitet und das gehört dazu. Ich muss mal Saskia Valencia fragen, Ihre Kinder sind auch erwachsen. Mhm. Wie ist Ihnen der Abnabelungsprozess gelungen oder schwer gefallen? Das war schon auch nicht immer leicht. Also ich war ja auch immer berufstätig. Vielleicht ist das auch so eine Sache, dass man so eine emanzipatorische Geschichte, dass man irgendwie das und das perfekt machen möchte. Aber man kann es nicht beides perfekt machen. Und in dem Moment, wenn dir bewusst wird, dass das Kind aus dem Haus geht, merkst du eigentlich, dass du vielleicht dann doch da zu viel weg warst und dir das fehlt. Also es war auch nicht immer leicht, aber ich habe, es gibt ja dieses schöne Goethe-Wort, also das ist ja dann genau dasselbe, gebt euren Kindern Wurzeln und Flügel. Mhm. Und so haben wir es eigentlich auch immer gehalten und das ist ganz gut. Und ich sehe meine Kinder als glückliche Menschen. Also hat ja funktioniert. Und ich bin auch glücklich, wenn ich sie sehe. Ich kann aber völlig auch akzeptieren, dass sie dann mal, dass ich keine Zeit mit ihnen verbringen kann oder so. Eine Verwandlung. Cordula Stratmann ist hier, Anime Mitral. Ist in der Garderobe. Hallo. Wir sprechen gerade mit Silke Burmeister über das Phänomen, dass manche Eltern die Kinder ziehen lassen können, gerade auch eben Mütter, und andere haben wirklich Schwierigkeiten damit zu sehen, dass ein Mensch sich selbstständig macht und einfach aus dem Nest geht, dieses leere Nest-Symptom. Sie sind ja gelernte Familientherapeutin. Ihr Sohn Emil ist 10? Ja. Denken Sie manchmal, das ist, was ich eben sagte, hätten Sie vor 10 Jahren damit gerechnet, denken Sie manchmal heute schon mit Schrecken daran, wenn der mal flügge ist und auszieht? Ich denke da immer wieder dran. Das ist ja beim Großwerden merkt man ja schon, oh, die Wegbewegung, ne? Und dieses Loslassen müssen. Das muss man ja üben ab dem ersten Tag. Naja, ganz am Anfang kann man sich einbilden, ach, so bleibt das jetzt. Aber ne, das Loslassen üben, ne, es geht einfach ja was, sehr es geht früh ja was an. Bestimmtes verloren. Und ich fand das halt sehr schön. Also ich bin halt einfach unglaublich gerne Mutter gewesen und wahnsinnig gerne zum Beispiel Kleinkindmutter. Ich fand das Alter 7, 8, 9 völlig überflüssig. Da sind die so vorwitzig, halten sich für unglaublich klug und haben den Charme des Kleinen verloren. Die fand ich total bescheuert. Interessant wurde es wieder in der Pubertät, wo so eine Wandlung, also mich interessiert die Wandlung. Und von daher, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber ich würde da ganz gerne ansetzen, weil es kommen ja noch verschiedene Dinge zusammen in der Lebensphase, in der Sie jetzt gerade sind, auch gerade als Frau. Dieses Gefühl, okay, das habe ich jetzt geleistet, da ist ein Lebensabschnitt zu Ende. Vielleicht der, den viele Frauen auch für sehr, oder der Ihnen als ein sehr zentraler zugeschrieben wird. Dazu kommt dann noch beim Älterwerden das zweite Phänomen Wechseljahre. Dieses Gefühl, was viele Frauen dann auch haben, Kinder sind aus dem Haus, ich werde älter. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Habe ich jetzt sozusagen ausgedient? Und wie sortiere ich mein Leben neu? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das eigentlich auch der Punkt, der Sie irgendwann auch wütend gemacht hat. Ja, das hat mich sehr wütend gemacht. Also ich habe mir überlegt, wieso kann es eigentlich sein, dass es Frauen meiner Generation so stark trifft? Und bin dann drauf gekommen, dass es auch daran liegt, dass wir die Kinder sehr spät bekommen haben. Also ich war 30, als ich meinen Sohn bekam, was heute früh ist. Die Frauen sind 35. Das heißt, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, dann sind die Frauen wirklich in den Wechseljahren. Das war ja bei den Müttern früher anders. Und da kommt halt einfach, das kommt ganz, ganz ungut zusammen, weil die Wechseljahre mit so einer unglaublichen Entwertung durch die Gesellschaft, aber auch im Privaten verbunden sind. Und wir Frauen, für uns ist das wirklich schwierig. Also dieses, man kann eben zusehen, wie der Körper
in eine andere Richtung. Verfälscht. Will es auch nicht hören. Also es bewegt sich irgendwie alles in so Richtung, die man nicht geplant hat. Und man kann da wirklich zuschauen und man erlebt eben diese Entwertung. Und viele Frauen auch im Beruf, also zum Beispiel der WDR hat vor ein paar Jahren ganz viele Moderatoren, die irgendwie um 50 waren oder was, vom Bildschirm genommen. Da sollten die Jüngeren nach in den Geschäften, müssen die älteren Verkäuferinnen nach hinten. Also wir erleben ganz, ganz, ganz viel Entwertung. Und in diesem Prozess kommt dann eben auch noch dieses geliebte, dieses verlässliche Wesen, was immer da war, sagt dann auch, du hast sowas, nerv mich nicht. Oder mein Sohn hat gesagt, ey, wenn du kochen willst, dann lad dir doch Freunde ein. Also, Walter Sittler kennt es. Ja, das ist aber so. Und jeder erlebt das auch anders. Und wenn man sich selber gut kennt und wenn man nicht vergessen hat, wie man selber war, dann wird es leichter. Das ist ganz, ganz wichtig, sich daran zu erinnern, wie ich war. Ja. Also zum Beispiel, mir hat das unglaublich geholfen, daran zu erinnern, wie gern ich in der Pubertät war und wie großartig das war und was für einen Spaß ich hatte. Und in dem Moment, wo mir das wieder einfiel, habe ich mich für meinen Sohn freuen können, dass der diesen tollen Spaß hat, dass er sozial so eingebunden ist, dass er immer unterwegs ist. Und dann konnte ich das auch besser lassen, und das, also ihn lassen, und musste das nicht länger persönlich nehmen. Ich muss mal Tim Bensko fragen, wie das bei ihm war, als sie sich von zu Hause gelöst haben von den Eltern. Dieser ganz normale Prozess, ist der zu Hause, hat das sehr geknirscht oder ging es eher glatt durch? Na, aus meiner Perspektive war das. Ich bin ja quasi jüngere, ich habe einen älteren Bruder. Damit war das, glaube ich, schon so ein bisschen gelernt, wie das ist, wenn der Sohn auszieht. Bilde ich mir jetzt mal so ein, aber eigentlich war es wahrscheinlich fürchterlich für meine Mutter. Die Eltern schabbern ab, wenn mehr Kinder da sind, das stimmt. Ich also war die Letzte, die ging, und das war schwierig. Ja? Ja, das also war für meine Eltern nochmal pur. Also ich habe die volle Wucht mitgekriegt, wie meine Eltern Mühe haben. Jetzt geht das Letzte auch noch, dann ist der Stall wirklich kinderleer. Das habe ich auch bewusst erlebt, dass meine Eltern da wirklich dran zu kauen haben. Die haben mich nicht festgehalten, die haben mich gehen lassen, aber mir war klar, das ist für die jetzt hartes, trockenes Brot. Ja, und bei Ihnen ist natürlich auch ein Einzelkind, also das ist der... Genau, also sagen wir, das einzige Kind, also... Und dann ist es vielleicht auch noch schwierig. Ich habe mich das auch gefragt, ob es leichter wäre, wenn da mehrere Kinder sind. Aber es gibt tatsächlich so beides. Also manchen fällt es dann umso leichter, weil dann hatten sie halt lange genug Kinder, und andere halten umso eher noch am letzten Fest. Das ist irgendwie, aber klar, aber es ist einfach so, da muss man... Nun kann er ja ein Ei braten. Wie konnten Sie sich mit ihm darüber auseinandersetzen? Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil also bei mir war ja eine sehr, sehr große Trauer, und ich habe die aber auch als meine empfunden, also weil das ja auch eine einseitige Trauer ist. Das macht es auch nochmal so schwierig, weil nur die Kinder stehen da und sagen, hey, geil, und da hinten ist die WG und da ziehe ich ein und wir bleiben jetzt so. Das ist ja eine ganz einseitige Erfahrung, und ich fand es für mich wichtig, dass ich meinen Sohn, also dass ich ihm meine Gefühle jetzt, also dass ich ihm kein schlechtes Gewissen mache und er nicht das irgendwie sich da verantwortlich fühlt. Das bleibt leider nicht ganz aus, und ich habe es dann als ich es merkte, und irgendwie, ich war natürlich dann auch immer so ein bisschen blöd und doof zu ihm und so. Und irgendwann habe ich das gesagt, du hör mal zu, es geht darum, mir fällt das unglaublich schwer. Ich gucke dich an und ich könnte heulen. Irgendwie so. Und dann haben wir da kurz drüber geredet. Man darf ja mit so Jugendlichen nicht zu lange reden, das finden die auch bescheuert. So, und dann ging es. Und um den Auszug herum irgendwie auch nochmal zu sagen, du, ne, irgendwie sei mir nicht böse, aber es fällt mir einfach nicht leicht und vielleicht bin ich nochmal doof zwischendurch. Und dann hat er gesagt, ja, weiß ich, und war dann auch in Ordnung. Es hat geholfen, das zu thematisieren. Aber es ist halt ein Buch, das sich nicht nur um Eltern-Kind-Probleme dreht, sondern vor allen Dingen auch um Frausein in heutiger Zeit. War mir ganz wichtig, weil ich das schon auch als eine Herausforderung erlebe, muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht, also ich finde, wir werden da unglaublich, jetzt kommt diese Wut, wahnsinnig abgewertet. Das ist eine Frechheit, und eigentlich müsste es eine Revolution von Frauen um 50 geben. Silke Burmeister hat den Mutterblut überwunden. Danke, dass Sie da sind. Also viele Kinder sagen ja heutzutage, oder Jugendliche, auf die Frage, was sie mal werden wollen, sagen sie irgendwas mit Medien. Das sagen aber auch ganz bestimmt viele, nicht zuletzt durch die vielen Castingshows im Fernsehen, zu sagen, wenn ich groß bin, möchte ich Popstar werden. Haben Sie das irgendwann auch mal so gedacht, Tim Bensko? Ja, fast. Ich habe als Elfjähriger tatsächlich einfach überlegt, was ich so werden möchte. Und mir war da schon klar, es muss irgendwas sein, was mich erfüllt und mir nicht nach einer Woche langweilig wird. Aber ging es in Richtung Musik? Ja, und habe dann beschlossen, ich werde Sänger. Aber nicht Popstar, das ist tatsächlich in meiner Welt ein bisschen ein Unterschied. Ja, vor allem ist Ihr Werdegang ein bisschen unterschiedlich. Ne? Ich meine, für jemanden, der Sänger werden will, erstmal ein Theologiestudium anzufangen und dann Autoauktionator zu werden. Ich meine, da braucht man auch Stimme. Der Autoauktionator. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Was macht man da? Autos versteigern. Man steht da so, da kommen so Autos reingefahren. Genau. Mit Autos? Mit Autos, mit echten Autos. Aber man kauft die doch normalerweise im Geschäft oder beim Gebrauchtwagenhändler. Ja, aber dann, bis die quasi im Geschäft landen, müssen sie erstmal beim Händler ankommen quasi. Und deshalb werden quasi die Autos, die in Zahlung genommen werden von den großen Automarken, an quasi so private Händler weiterverkauft. Und das also beim heiteren Berufsraten hätte ich an der Stelle versagt, weil ich nicht wusste, dass es das gibt. Mhm. Aber wie wird man denn Autoauktionator, bevor man Popstar wird? Ich hatte ja studiert, Theologie, aus reinem Interesse. Und habe dann festgestellt, dass jetzt die Zeit gekommen ist, das wieder zu beenden, weil ich alles, was ich wissen wollte, gefühlt gelernt hatte.
und habe dann mit einem Freund von mir telefoniert und wir haben so ein bisschen Rätselraten gemacht, was ich jetzt tue. Ob ich jetzt versuche, Popstar zu werden, Sänger zu werden, ob ich einen Nebenjob anfange oder ob ich da Ausbildung mache, doch sicherheitshalber. Und der meinte, nein, auf gar keinen Fall Ausbildung, du fängst jetzt hier als Aushilfe an. Und der hat selber auktioniert da. Und ich hatte gerade meinen Führerschein neu, das war der Wahnsinn. Da konnte ich dahin Autofahren lernen, habe die ganze Zeit hin und her gefahren. Und das war aber nach 2-3 Wochen sehr, sehr langweilig und habe mich ein bisschen unterfordert. Und dann habe ich gefragt, ob ich nicht auch mal auktionieren könnte. Und habe dann so getan, als wäre ein Sprechen auf der Bühne überhaupt gar kein Problem wäre, weil ich bin ja Sänger, was gelogen war. Und ja, mein damaliger Chef hat mich sofort eingestellt und dann habe ich da ein bisschen auktioniert. Also jeder kennt ihre Lieder, ja, angefangen von diesem unglaublichen Knaller, nur noch schnell die Welt retten, viele andere, die danach kamen, jetzt ist die dritte Platte rausgekommen. Sie singen ja eher nachdenkliche Texte, sie sind kein lauter Sänger, es gibt auch natürlich die Melancholie, die immer mitschwingt. Das sind ja alles Dinge, die zu einem Auktionator, glaube ich, nicht passen. Also melancholischer Auktionator, der wird doch nichts machen. Kommt auf das Auto drauf an. Wie soll das gehen? Der wird die nachdenklichen Autos los. Ja, kommt auf das Auto drauf. In Saab, in Tiefgang. Ja, nicht, also das passt nicht unbedingt zusammen. Aber sagen wir mal, den Umgang mit Menschen, den konnte man da schon gut lernen. Also ne, ich sehe ja viel jünger aus, als ich bin. Das war ja mit Anfang 20 nicht besser. Wie alt bist du denn? 54. Was? Schon 54. Und wenn da jetzt so Autohändler stehen, so Klischee-Autohändler, also genauso, wie man sie sich vorstellt, das ist schon eine Prüfung gewesen, mit denen umzugehen, dass die einem nicht die Butter vom Brot nehmen. So, und dementsprechend war das ein wahnsinnig gutes Training, auf der Bühne bestehen zu können. Eine irre Geschichte. Aber irgendwann hat es sich ausauktioniert. Ja, ich hatte dann lustigerweise eine Stimmbandentzündung. Durchs Auktionieren tatsächlich, weil ich total erkältet war. Und man spricht halt den ganzen Tag laut und ohne Pause und sehr, sehr schnell. Und habe dann 2 Wochen lang weder gesprochen noch gesungen und habe dann wieder auktioniert. Und da habe ich wirklich bei jedem einzelnen Wort gedacht, dass ich mir gerade mein Leben zerstöre, weil ich wollte ja Sänger werden. Und das ist nur, wenn man einen Muskel lange nicht belastet, dann ist das beim ersten Mal immer ein bisschen doof. Und gerade Auktionieren, das ist halt wirklich Hochleistungssport für die Stimme. Und ja, ich habe da bei dieser Auktion beschlossen, okay, dann ist das wohl jetzt das Zeichen, auf das ich gewartet habe und habe gekündigt und gehofft, einen Plattenvertrag zu bekommen. Wenn man an den, man nimmt sich was vor und es funktioniert. Eine Idee, ich will das und dann wird diese unfassbare Karriere daraus. Ja, das Ding ist, dass man wirklich dazu sagen muss, das war, als ich das als Kind beschlossen habe, nicht so eine fixe Idee, das wäre ganz schön, wenn ich mal Sänger werde, sondern das war ab da für mich Fakt, dass das passiert. Ich habe das nie da in mir einen Zweifel zugelassen und auch von außen nicht und wollte weder Theologe werden, noch Pfarrer, noch Autoverkäufer. Das war immer klar, dass ich beruflich Sänger werden möchte. Deshalb war das für mich damals relativ einfach, aber trotzdem natürlich eigentlich total dämlich, das zu machen. Ja, aber irgendwie war es so, wenn man so sehr an sich glaubt und es funktioniert dann, dann muss man doch irgendwie schon fast denken, man hat überirdische Kräfte. Ja, das nicht. Aber es ist schon wirklich sehr, 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 sehr merkwürdig gewesen. Weil ich mit meinem besten Freund zusammen, wir haben zusammen Fußball gespielt, sind immer, wenn wir zusammen nach Hause gefahren sind, haben wir das wirklich im Detail durchgesprochen, wie das so sein wird. Ich werde der Sänger, er wird der Background-Sänger und dann fahren wir die ganze Zeit durchs Land und spielen Konzerte. Und wir machen das im Detail genau so, wie wir das besprochen haben. Und ist Ihr Leben jetzt so geworden, wie Sie es sich schon vor Jahren vorgestellt haben? Im Detail, tatsächlich. Und das ist... Aber es macht am Ende genau das Gegenteil von zu glauben, dass man der Allergrößte ist, weil das kann nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn das wirklich so passiert. Also, das ist so merkwürdig, dass ich die ganze Zeit immer bei jedem Schritt skeptisch bin und immer, wenn jemand kommt und sagt, Tim, du bist der Allertollste und oh, wieder Album auf 1. Das ist dann eher so, ja, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwas damit zu tun habe eigentlich. Ja gut, also auf der neuen Platte gibt es ein Lied, was wir also auch gleich sehen, ich bin doch keine Maschine. Also da geht es einmal darum, dass ein Mensch nicht unbedingt immer nur funktionieren will nach den Vorstellungen, die andere von ihm haben. Und toll ist nicht nur die Musik, sondern vor allen Dingen auch die Bilder dazu. Meine Damen und Herren. Manche, die mit Musik so großen Erfolg haben wie Sie, gehen im Grunde genommen sozusagen ins Epizentrum dessen, wo was los ist. Sie haben sich eigentlich ein bisschen zurückgezogen und haben sich einen Platz gesucht außerhalb von Berlin, so am Rand, so ein Platz, an dem Sie sich wohlfühlen. Was muss so ein Platz für Sie haben? Also wenn es ums Musikschreiben geht, und deshalb habe ich das eigentlich gemacht, tatsächlich nur Stille. Also ich will nicht das Gefühl haben, dass ich jemanden störe und will aber auch nicht das Gefühl haben, dass jemand von draußen mithören könnte. Weil man ja die ganze Zeit eigentlich Schwachsinn produziert. Also ne, wenn man jetzt, keine Ahnung, 5 Stunden an einem Song schreibt, sind davon 4,5 Stunden wirklich Fantasiesprache, falsche Töne und Wahnsinn, der da passiert. Und man kann sich da nicht so richtig entfalten, wenn man das Gefühl hat, dass im Nachbarraum jemand das hören könnte. Dementsprechend Stille reicht. Haben Sie das Gefühl in Ihrer Laufbahn, dass Sie auch heute in diesem Musikbusiness das machen können, was Sie wirklich wollen? Oder haben Sie auch das Gefühl, ich bin doch keine Maschine, ich muss funktionieren?
Nee, lustigerweise habe ich das Gefühl, das wirklich exakt genau so zu machen, wie ich es gerne möchte. Also jetzt das aktuelle Album, das hat bis zu dem Moment, an dem das fertig war, kein Mensch gehört, außer die, die es mit mir aufgenommen haben. Aber selbst die Plattenfirma hat das dann irgendwann am Stück in fertig gehört. Also ich denke jetzt gerade, Sie sind eine Art Lebenskünstler. Sie nehmen sich Dinge vor, Sie haben eine bestimmte Fantasie über sich und Sie setzen das um und es funktioniert. Ich weiß nicht, ob das eine Kunst ist. Ich bin einfach nur großer Freund davon, Sachen, die ich mir vornehme oder die, über die ich spreche, auch wirklich zu tun und nicht nur allen davon zu erzählen, wie schön das doch wäre, das mal so zu machen. Wenn ich mir vorstellen kann, dass ich das machen kann, dann glaube ich, kann ich das auch. Und dann mache ich es so lange, bis es geht. Wir haben heute ja bereits über Gänse gesprochen, über Pferde gesprochen. Wer ist denn fotogener? Fridolin, Ihr Fridolin. Hund oder Sie? Fridolin, eindeutig. Wieso haben Sie sich eine französische Bulldogge zugelegt? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt so bei kleinen Kindern und so kleinen Tieren eigentlich nicht so emotional. Das berührt mich jetzt nicht immer unbedingt, aber bei also französischen Bulldoggen. Das finde ich einfach tatsächlich ein schönes Tier und konnte mir das immer gut vorstellen, so einen Kollegen zu haben. Und habe dann letztes Jahr an Weihnachten beschlossen, jetzt ist es soweit. Und seitdem ist Fridolin da. Das ist eine Entscheidung. Das bitte? Ich sage, das ist eine gute Entscheidung. Gibt es auch Bilder von meinem Hund in dieser Sendung noch? Ja, wenn Sie was mitgebracht haben. Der eine haben. Macht hier Pferdebilder, werden Pferdebilder gezeigt, New York, und denkt, hier noch ein Hund, da noch ein Hund. Und wo ist meine Kleine? Ja, aber dann nach sowas frage ich immer, weil ich ja glaube, ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos. Ja, bei deinem ja, hier, alles weggebissen. Er wird es mir nie verzeihen, dass er gebissen worden ist. Da ist ja doch, das ist er doch. Das find, der ist er, ja, genau. Der tut doch nichts. Wenn Sie jetzt gucken, wie im Moment Ihr Leben läuft, Tim Bensko, was wünschen Sie sich fürs kommende Jahr? Das Jahr geht zu Ende, Sie fahren in Urlaub über Weihnachten? Ja. Gesundheit. Tatsächlich. Ich hatte jetzt, also ich bin ja noch jung, aber ich hatte jetzt dieses Jahr zum ersten Mal so eine Situation, da wollte ich mal eine Woche in Urlaub und bin dann stattdessen im Krankenhaus gelandet und denkt man dann so, ach guck mal, scheint doch auch jetzt schon eine Rolle zu spielen. Wieso? Ich hatte so Blinddarm. Also jetzt habe ich keinen mehr. Das war ja gar nicht in Ihrem Plan. Nee, aber es war okay, konnte ich Olympia gucken, es war schön. Nee, aber tatsächlich Gesundheit. Ich bin sonst mit allem glücklich und zufrieden und bin weit davon entfernt, immer mehr zu wollen. Das ist irgendwie, ich habe so mehr und mehr das Gefühl, dass es nur noch darum geht, immer mehr zu haben, immer besser zu sein, besser als der Nachbar, besser als man selbst. Und das finde ich eine ganz, ganz, ganz merkwürdige Tendenz, weil dadurch natürlich Konkurrenz entsteht, die ich jetzt im Speziellen bei Musik unsinnig finde, weil da gibt es eigentlich keine Konkurrenz. Da gibt es nur gefällt mir oder gefällt mir nicht und nicht ist besser als der Song oder besser als der Song ist. Dementsprechend. Klasse. Wir denken so. Alles Gute für Sie. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich kam dieser Tage aus dem Bahnhof und sah dann zum ersten Mal tatsächlich selber den sogenannten Kölner Kältebus. Ich wusste nun auch nicht zuletzt wegen der Vorbereitung auf die Sendung, was es damit auf sich hat. Und frage Arso Mischkow als erstes, was machen Sie morgen Abend, beziehungsweise worauf freuen Sie sich am Heiligen Abend? Also nachdem ich selber morgen Rehrücken esse, sind wir in der Tat mit dem Bollerwagen unterwegs, verteilen, so wie wir es immer tun, warmes Essen, warme Getränke, Hygieneartikel, Kleidung und Ähnliches. Ich persönlich habe ehrlich gesagt immer gedacht, dass gerade am Heiligen Abend sich auch viele Obdachlose zusammenfinden. Oder es ich weiß nur aus Berlin, der macht das Frank Zander, der macht ja immer so ganz großes Essen, schon seit etlichen Jahren. Und ich dachte auch in Köln oder anderen Städten ist es einfach so, dass irgendjemand organisiert das schon nach dem Motto, ja, dass Obdachlose auch einen schönen Heiligen Abend haben. Aber sie finden viele an ihren jeweiligen Stellen, wo sie die an anderen Tagen auch finden. Ja. Also es ist so, in der Tat, es gibt was. Es gibt verschiedene Veranstaltungen, wo die Jungs und Mädels wieder auch hin können. Aber im Verlaufe des Abends landet trotzdem jeder wieder an seinem Platz. Ne? Ganz klar. Und es ist sehr kalt im Moment draußen. Ja, definitiv. Und es schadet einfach nicht, mal vorbeizugehen und auch zu sagen, hey, es ist Weihnachten, ja, wir könnten jetzt alle zu Hause sitzen. Wir können aber auch hier sein und einfach fragen, wie es dir geht. Normalen bürgerlichen Beruf, Projektleiterin, und hatten vor gar nicht so allzu langer Zeit mal die Idee, genau das zu tun, nämlich irgendwie so nebenbei, in Anführungszeichen, was Sinnvolles zu tun. Es traf die Obdachlosen, was für die sehr glücklich ist. Wie sind Sie darauf gekommen? Der Gedanke war schon lange da. Also ich komme aus einer Familie, die notorisch irgendwie immer helfen musste oder was tun musste, und der Gedanke war schon lange da, aber alleine kriegt man so selten die Kurve. Und da bot sich einfach irgendwann abends eins der sozialen Medien an. Und es war ein Aufruf, dem sind, ich glaube, am ersten Abend 5 Leute gefolgt. Wir sind mit 5 Leuten losgegangen, bepackt wirklich wie die Esel mit diversen Tüten und Säcken, und sind da alles losgeworden. Und dann war halt so, ach, wisst ihr was, ich würde euch gerne auf einen Kaffee einladen, wer hat Lust?
Und dabei war Marco Peters, der mit mir zusammen der Mann der ersten Stunde ist. Und ich habe dann gesagt, naja, ach, ich finde das ganz nett. Das war alles irgendwie ganz cool. Ich würde es gerne öfter machen. Und ich würde es gerne auch mit frisch gekochtem Essen krönen. So. Und ja, machen wir. Also Marco ist dann dabei geblieben. Der Rest hat sich so ein bisschen so, ach ja, war mal ganz nett, aber jetzt doch so regelmäßig. Und dann haben wir innerhalb von 3 Tagen den ersten Bollerwagen organisiert, den ersten Thermotopf organisiert. Einfach machen? Ja, das ging. Das ging einfach. Wir waren zu zweit, wir wollten das machen, wir hatten beide Zeit. Meine Kinder waren nicht da, er hatte Urlaub. Und dann haben wir noch einen Aufruf gestartet und haben Silvester, das erste Mal mit 5 wirklich damals überwiegend türkischstämmigen Leuten bei mir in der Küche gestanden und haben gesagt, so, jetzt kochen wir mal was. Was kochen wir denn? Da draußen treffen wir wahrscheinlich überwiegend Deutsche. Was gab's denn? Linseneintopf. Lecker. Ja, war auch lecker. Die Idee war auch cool, aber wir haben uns halt alle irgendwie angeguckt und haben gesagt, wer hat den schon mal gekocht? So, klar, türkische Linsensuppe wäre gegangen. Wir wussten aber halt alle nicht, isst man das da draußen? Ne? Also haben wir dann das Internet durchstöbert nach irgendwelchen Anleitungen und haben dann das erste Mal gekocht, sind dann Silvester alle wieder auseinandergegangen, haben gefeiert und haben uns dann Neujahr wieder alle zusammen getroffen und sind losgegangen. Aus diesem Bollerwagen ist ja mittlerweile ein richtiger Bus geworden, den wir auch gleich im Film sehen. Aber wie ist, eine Frage davor noch an Sie persönlich, wie ist Ihr persönlicher Kontakt zu den Obdachlosen? Ist das mehr oder weniger anonym auf der Straße oder haben Sie das Gefühl, Sie haben auch persönlichen Zugang? Sie kennen die Namen, Sie wissen, was dahinter steckt, Sie kommen ins Gespräch. Das war für uns von Anfang an ganz wichtig zu sagen, wir saugen auch Namen auf. Also wir kommen nicht an und sagen, hey du, sondern es ist ein Hallo Helmut oder ein Hallo Stefan oder was auch immer. Fanden wir ganz wichtig, haben wir von Anfang an so gemacht. Es gibt Leute, mit denen habe ich den persönlichen Kontakt und mit denen versteht man sich auch besser. Und dann ist es mal eine WhatsApp oder mal ein Facebook oder man trinkt abends mal am Bahnhof zusammen einen Kaffee. Und es gibt aber auch Leute, die ich einfach nicht mehr wirklich so gut kenne, weil mittlerweile bin ich nicht mehr bei jedem Gang präsent. Das es gibt so. In Köln, das hat mich wirklich umgehauen, die Zahl, es gibt in Köln über 5.000 Obdachlose. Das ist eine 5.000 Obdachlose, registrierte Obdachlose, von denen man weiß, in Köln. Und in Nordrhein-Westfalen weit über 20.000. Haben Sie in den letzten Jahren bemerkt, Walter, Sie da eine Frage? Nee, das wir erscheint das wirklich wahnsinnig viel. Dass es nicht wenig sind, dachte ich mir schon, aber dass es so viele sind, wusste ich nicht. Haben Sie in den letzten Jahren da Veränderungen bemerkt? Werden es mehr? Ja, definitiv. Mhm. Also ich meine, in den letzten Jahren, wir können ja nur aus 2 Jahren Erfahrung schöpfen, aber definitiv wird es mehr. Was auch mehr wird, sind die psychischen Erkrankungen auf der Straße, dass Leute einfach durchs Raster fallen und dann entsprechend auf der Straße landen. Und jetzt muss man natürlich sagen, Köln ist sowas wie ein Eldorado. Also in Köln wird man eher geduldet. Das gehört mit ins Stadtbild, ob man das will oder nicht. Die werden seltener geräumt. In anderen Städten ist das anders. Da ist man rigoroser. Da wird eher mal ein Platz geräumt und die Leute werden des Platzes verwiesen. In Köln gehört das einfach zum Stadtbild. Und solange man sich benimmt, wird man auch geduldet. Ich habe eben schon gesagt, Sie haben jetzt einen richtigen Bus. Mhm. Und wir haben Bilder davon, wie Sie sozusagen auf Tour gehen. Ja. Also nicht doch. Sie haben auch schon Obdachlose bei sich übernachten lassen zu Hause. Wie ist Ihre Familie damit umgegangen? Finden Sie das okay? Also ich habe ja nur meine 2 Töchter zu Hause. Die waren beim ersten Mal, weil das war das völlig in Ordnung. Eigentlich war das jedes Mal schon in Ordnung. Es war halt irgendwann, als es dann so auf eine Woche zusteuerte, dass meine Schwester dann irgendwann gesagt hat, ich hätte schon irgendwie gern mein Zimmer zurück. Völlig verständlicherweise. Aber ansonsten gehen die damit relativ offen um. Gibt es für Sie einen Unterschied oder beobachten Sie einen deutlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen auf der Straße? Ja. Frauen versuchen weniger aufzufallen. Also die versuchen einfach auch mit in der Menge unterzugehen. Die sind gepflegter, die achten darauf, dass man einfach wirklich nicht auffällt. Und es ist auch oft so, dass wenn man sie anspricht, sie einfach sagen, nee, ich bin nicht obdachlos, alles gut. Wenn man aber einfach 5 Tage die Woche am Bahnhof ist und jemanden permanent zum Beispiel da sitzen sieht, dann weiß man, dieser Mensch verpasst nicht 5 Tage am Stück jedes Mal die Bahn, den Bus oder was auch immer, sondern dann macht man sich so sein Bild. Und wenn jemand aber nicht möchte, dann möchte er nicht, dann kann man ihm die Hilfe nicht aufzwängen. Und ansonsten, also, ja. Sie kochen, Sie verteilen auch Lebensmittel. Woher kommen die Finanzen? Spenden. Das sind alles pur Spenden, wirklich. Wir leben von Spenden. Es gibt keinen Fördertopf oder Ähnliches, den wir angezapft haben, sondern wir haben relativ frühzeitig für uns beschlossen, es gibt in Köln keinen Kältebus, das ist eine Lücke, es gibt in so vielen anderen Städten gibt es das. Und es muss Geld her. Und damit wir nicht irgendwie in Probleme mit den Steuern und Ähnlichem kommen, haben wir gesagt, gut, wir brauchen einen Mandel, wir gründen halt jetzt ganz zügig einen Verein. Sie haben ja vor allen Dingen auch einen menschlichen Kontakt zu vielen Obdachlosen. Und ich begrüße Ralf Maßbaum hier, der hinter Ihnen sitzt, im Publikum. Guten Abend, Herr Maßbaum. Das ist
Das ist nicht nur einen Abend vor Heiligabend eine sehr schöne Geschichte, denn Sie waren obdachlos, Sie waren auf der Platte und sind jetzt in dem Verein mit aktiv, fahren den Wagen. Wie ist das gekommen? Wie haben Sie es geschafft, davon wegzukommen und jetzt in die Regelmäßigkeit dieser Tätigkeit? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Irgendwann habe ich mal festgestellt, da laufen 5, 6 Leute mit dem Bollerwagen durch Köln, servieren einen um 9:30 das Essen, Kleidung, Gespräche, schließt sich irgendwann mal an und geht mal so eine Runde mit. Aus der Runde wurden dann 2, mittlerweile 22 Monate, wo ich mitgehe. Die Anschaffung des Busses, ja, und die Motivation von einzelnen Mitgliedern, von dieser und anderen Gruppen, von Leuten, aus diesem Trott der Obdachlosigkeit rauszukommen. Man muss sich selber bewegen. Die Begleitung ist da, aber die Bewegung muss selber kommen. Man muss selber den Willen haben, jetzt wieder zu verändern. Ja, eine wunderbare Begleitung gehabt. Er hat es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Wenn Ralf Marstein sagt, man muss selber den Willen haben, haben Sie denn den Willen oder das Ansinnen, auch viele sozusagen zu motivieren, da rauszukommen aus Ihrer Situation? Nein, wie eben schon gesagt, wir können keinen zwingen. Aber wenn man sieht, da ist irgendwo Licht am Ende des Tunnels, dann ist es durchaus, dass man sagt, komm, ist es jetzt der Weg zum Amt oder ist es irgendwie das eine Formular, das ausgefüllt werden muss. Komm, wir setzen uns mal hin, wir gucken mal drüber. Vielleicht können wir auch eben einen Termin zusammen wahrnehmen. Und wenn dann was kommt, also wenn es so eine Initialzündung gibt und es kommt dann wirklich was, dann ist auch, glaube ich, jeder von uns aus dem Kernteam gewillt, zu unterstützen und zu sagen, komm, du hast vielleicht heute keine Zeit, aber ich habe Zeit, ich könnte mal eben mitgehen. Wenn dann aber nachhaltig einfach nichts kommt, dann muss man sagen, okay. Dann bleibt es halt bei der warmen Suppe. Genau. Aber immerhin, schon mal etwas. Was ich noch faszinierend finde, noch eine Frage. Sie arbeiten ganz viel übers Netz, das heißt über Apps beispielsweise, um zu gucken, woher kriege ich heute Unterstützer oder wie ist das diese Woche? Wie rekrutiere ich sozusagen mein Team, das wir jetzt brauchen, um loszuziehen mit dem Wagen an verschiedenen Stellen und so weiter und so fort? Wie funktioniert das? Also wir haben ja wirklich eine Facebook-Gruppe, die mittlerweile um die 1700 Leute beinhaltet. Von da rekrutieren die sich auch immer wieder. Das heißt, die Leute funktionieren auch als Multiplikator, was ganz, ganz toll ist. Und das Kernteam hat wirklich eine Kalender-App, über die wir uns von Anfang an organisieren, wo wir wirklich reinschreiben, egal wer von uns halt angefragt wird, Mensch, ich möchte helfen, hast du dann und dann Zeit? Und wenn wir dann reingucken und sagen, du, da sind schon so viele Leute eingetragen, wäre jetzt gerade nicht so hilfreich, aber wenn ich 2, 3 Tage weiter gucke, da und da ist noch eine Lücke frei, magst du die besetzen, magst du da helfen? Funktioniert. Funktioniert. Das hat auch einfach den Vorteil, dass jeder von uns 10 mitmachen kann aktiv und sagen kann, ja, geht, geht nicht. Eine kleine Initiative, aus der Großes geworden ist. Arzu Bischkow, danke, dass Sie da sind. Danke für Ihr Tun. Naja, und schönen Abend morgen, ne? Wünsche ich allen. Ja, vielen Dank. Saskia Valencia, in diesem Jahr ist bei Ihnen viel passiert. Nicht nur eine Trennung, sondern auch eine neue Wohnung bezogen und viel wohl neu. Wie würden Sie Ihr Lebensgefühl derzeit auf sich als Person bezogen beschreiben? Ach, das war relativ turbulent und es hat mich auch ziemlich geschwächt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Zeit vorher anstrengend war, also Krankheitsbegleitung und trotzdem immer gearbeitet und dann kam die Trennung. Eigentlich war ich da auch noch beim Arbeiten und das hat mich schon erstmal ein bisschen umgehauen. Dazu kommen auch dann so Probleme, über die hier vorhin gesprochen wurde, die ich jetzt aber gar nicht weiter im Detail erläutern möchte. Was meinen Sie jetzt, Entschuldigung? Was Sie? Wechseljahresprobleme. Ach, oh. Also das heißt, sich selbst so mit sich selbst so wie sagt man? Jetzt fehlen mir die Worte. Ja, sich ins Reine zu kommen oder sich Nein, sauber selbst klar zu werden. Schauen und ja. Zu schauen, wo bist du denn jetzt? Wo stehst du denn jetzt in deinem Leben? Also du hast zum Beispiel Kinder erzogen, diese ganzen Phasen durchlebt und was machst du jetzt? Und das war erstmal schmerzhaft für mich so zu erkennen und inzwischen ist es aber ganz, also jetzt bin ich wieder da. Ja, schön. Ist ja tatsächlich auch so, ist glaube ich noch ein Unterschied, ob eine Journalistin jetzt beispielsweise sagt, so ich bin jetzt 50 oder 55, wie mache ich jetzt weiter? Oder eine Schauspielerin, wo es natürlich ganz klar immer, mit was, wo? Nein, ich bin nicht 55. Das Nein, hat Herr Sass gerade wunderbar erkannt. Nein, das war ja dann nur ein Beispiel. Ach so. Der alte Charmeur hier. Ja, also ist auf jeden Fall eine 55. Habe ich doch gar nicht gesagt. Was ist denn daran, 55 zu sein? Ist das so schlecht? Aufs Alter an und nagel mich auch nicht fest. Es gibt auch Leute, die sind. Also bei Männern kommt es immer nicht aufs Alter an, komischerweise. Nee. Sie haben dieselben Probleme, sie reden nur nicht drüber. Genau. Na, ich sehe doch, ja, so ist das. Haben Sie. Klingt interessant. Können wir mal.
Die lösen ihre Probleme aber anders. Das ist, glaube ich, ganz gut. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Sitzt sie einfach aus und wartet. Genau. Alle möglichen. Ja. Die Schauspieler haben es jedenfalls einfacher. Männer, ja, klar. Das muss man einfach mal sagen, was Rollenangebot angeht. Gibt auch wenige. Also wir wollen es jetzt nicht schlecht machen, sondern eher gut. Ja, aber Sie haben ja immerhin eins hinter sich gebracht. Das ging ja auch durch die Öffentlichkeit. Sie waren ja nun lange mit Thorsten Lindl, mit Ihrem Kollegen zusammen und haben an seiner Seite gestanden, zu ihm gestanden, als er sehr schwer erkrankte mit seiner Krebserkrankung. Und dann las man einigermaßen verblüfft in der Zeitung, wow, das haben die geschafft, er ist gesund und haben sich getrennt. Wie ist die Frage jetzt, oder was? Warum? Ja, das weiß ich, ich meine es gar nicht so persönlich, aber dieses sich dann neu zu sortieren, wie schwer war das? Ja, das war völlig schwer. Man kann es eigentlich auch gar nicht wirklich erklären. Ich weiß, ich stehe auch nach wie vor irgendwie immer wieder vor einem Rätsel, was ist da mit uns passiert. Also wir sind da in eine Blase reingefallen und haben irgendwo nach einem Ausgang gesucht aus dieser Blase. Und plötzlich ist sie irgendwie geplatzt und wir sind da rausgefallen. Und dann haben wir uns aber mit unterschiedlichen Vorstellungen wiedergefunden, was den Rest des Lebens betrifft. Und wir sind uns nach wie vor völlig in Liebe zugetan, also wir sehen uns täglich, wir spielen zusammen Theater, wir proben zusammen, wir streiten uns auch genauso wie vorher, nur wir sind eben nicht mehr Mann und Frau, die ein Bett teilen. Ich weiß nicht genau, warum das so passiert ist. Ich mache mir so meine Gedanken, aber darüber würde ich eigentlich eher nicht sprechen wollen, weil ich finde, das ist dann doch zu persönlich. Ja, das gebe ich auch gar nicht würde an. Aber was ich interessant finde ist, und da waren wir vorhin eigentlich auch schon an so einem Punkt, wenn eine Sache abgeschlossen sind, um zu sagen, wie sortiere ich mich neu? Mhm. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Wohnung bezogen, und leben alleine. Mhm. Also dieses Gefühl, sich in einem bestimmten Alter, in der Lebensmitte sozusagen selbstständig zu machen von vielen Vorstellungen, die man vorher gelebt hat und zu sagen, das mache ich jetzt. Ist Ihnen das schwer gefallen? Ach, ich habe eigentlich nie lange überlegt. Ich bin so ein Typ, ich wirke vielleicht nicht so, aber ich springe immer ganz doll rein. Ich finde, man muss auch wirklich mutig sein fürs Leben. Und mir ist irgendwie immer was passiert und was soll man denn dann machen? Also ich bin da sehr pragmatisch. Ich gucke dann nach rechts und nach links und okay, wo geht's hier raus? Da geht's weiter. Und ja, dann habe ich mir halt eine Wohnung gesucht. Das war auch erstmal nicht leicht in München, das ist ziemlich schwierig, aber ich habe eine ganz tolle gefunden. Und dann denke ich jetzt so ein bisschen über mein Leben nach und habe hoffentlich auch mal ein bisschen Zeit dazu, aber ich bin eigentlich ganz positiv gestimmt. Also es geht mir jetzt nicht schlecht. Es ist natürlich, natürlich fragst du dich eigentlich, du warst mal verheiratet, du hast zwei Kinder, die sind groß, die sind wunderbar. Eigentlich könnte man doch jetzt mit einem Partner sich so langsam zurücklehnen und so. Ist mir nicht gelungen, aber es ist trotzdem... Es war ja trotzdem toll, weil ich hatte so viele, viele verschiedene Leben. Ich bin da, mir geht es immer noch nahe. Huch, oh Gott, der Ton. Ich finde das trotzdem, wer hat das schon, dass du so viel auch erleben darfst? Ja? Also ich hatte drei Männer in meinem Leben, also mit denen ich eine längere Beziehung pflegte. Und eben auch so wirklich verschiedene Abschnitte dazu, einen wirklich aufregenden Beruf, der mich irgendwie hin und her treibt. Und so richtig zur Ruhe gekommen bin ich eigentlich ewig nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, vor 15 Jahren war es so mal ein bisschen ruhiger. Aber das wünsche ich mir jetzt ein bisschen, dass es ein bisschen ruhiger wird, weil dafür bin ich dann auch alt genug jetzt, dass es mal ein bisschen ruhiger werden darf. Aber wahrscheinlich, wenn es einen Monat ruhig ist, ist es mir wieder langweilig. Ja, aber beruflich sieht es halt gut aus. Sie spielen sehr viel Theater und das Jahr beginnt halt wahnsinnig gut mit einer großen Rolle in einem ZDF-Film am Sonntagabend, der wie alles am Sonntagabend ZDF in einer sehr schönen Gegend spielt. Wir schauen da mal rein. Irgendwie von einem anderen Stern. So schöne Gärten gibt es nur am Sonntagabend im ZDF. Das muss man jetzt einfach noch mal sagen. In Cornwall haben Sie gedreht? Ja, Newquay. Ist das ein Ort, wenn man da dreht, ist das ein Ort, wo man irgendwie auch... Sind Sie da glücklich? Diese Umgebung, ich finde es so wahnsinnig schön. Also ich habe mich da so... Sie können mal in meinen Eifelgarten kommen, das sieht ja nicht so aus. Nein, das ist wirklich wunderschön. Vor allen Dingen, wir haben in so einem richtig tollen, alten, viktorianischen Schloss, also das war natürlich nicht ganz so alt, aber gewohnt, direkt am Meer. Und dann, ich bin abends dann wirklich durch diese völlig kitschigen Hecken gelaufen und zum Yoga gegangen, irgendwie an der anderen Seite der Bucht. Und ich bin da ganz oft rumgestreift und habe mich irgendwo hingesetzt, ein schönes Buch gelesen, so auf den Hafen geguckt, dann haben die da ganz doll Ebbe und Flut. Dann liegen die ganzen Schiffe da plötzlich so, als wenn irgendwie so ein Kind die da hingeworfen hat, ja, auf dem Trocknen. Und es war wunderschön dort. Also und diese Gärten, es ist, mich wundert immer, dass die nach so vielen Jahren, ich habe ja meinen letzten Pilcher gemacht, 1999, ja, da war ich das Love Interest. Jetzt fahre ich halt die böse Alte. Und da war, also dass die machen ja, glaube ich, 3 oder 5 Stück im Jahr, dass die immer noch neue Häuser finden. Das verwundert mich. Das sind bestimmt gar keine neuen, das merkt nur keiner. Das ZDF-Publikum ist doch so alt, die merken das. Wie lange dreht man an so einem Teil? Naja, so im Schnitt so 21 Tage, also mehr gibt's nicht.
20, 18. Gibt's auch guten Hummer an der Küste, oder? Hervorragend. Hallo. Da war ein ganz tolles Lokal. Da sind wir, und der Regisseur war auch ein Gourmet. Gourmet. Also wir sind da jeden Abend schön. Aus dem Alltag einer Schauspielerin. Ja. Nein, so ist es. Von wegen Pferdefleisch und sowas. Hier. Nein, du bist ja dann auch mal alleine da. Das ist aber auch mal ganz schön. Du bist da dann auch alleine und gehst da spazieren, weil wenn die anderen dann drehen und du hast einen Tag frei und kannst über das Leben nachdenken und so. Also das war alles ganz gut. Also Sie haben ja vorhin schon gesagt, als wir uns getroffen haben vor der Sendung, haben Sie gesagt, Sie fahren über Weihnachten zu Ihrer Familie. Im großen Koffer dabei und fahren dann weiter. Aber nicht voller Geschenke, voller Bekleidung, weil ich noch so eine kleine Weltreise mache durch Deutschland. Also. Weil Sie ja gesagt haben, also die Kinder sind erwachsen, Sie leben jetzt als Single. Wer sind Ihre Bezugspersonen, Ihre Familie? Ja, ich hab eine ganz, ganz, ganz tolle Familie. Also ich habe ganz tolle Eltern, die mich zum Beispiel sehr früh haben laufen lassen. Also ich habe nicht mal mehr das Abiturfest abgewartet, sondern ich bin vorher schon abgerauscht. Und die haben mich mit 16, also ich bin in der DDR aufgewachsen, da war es alles auch noch ein bisschen beschränkter, ja. Da konnte man auch noch mal trampen und ich bin mit 16 getrampt. Aber das hat mir, also es hat mich sehr neugierig gemacht. Ich war immer schon neugierig, ich wollte immer... Jemand hat mal zu mir abwertend gesagt, du bist so lebensgierig. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich doch super, also ist doch eigentlich ein Lob, finde ich. Und das hat mir wirklich, die haben mir wirklich Flügel gegeben, meine Eltern, aber eben auch Wurzeln. Und das habe ich versucht, auch für meine Kinder zu tun. Und mir ist das auch nicht so schwer gefallen, die loszulassen. Weil ich habe auch darüber nachgedacht, ob nicht bei uns Frauen, das fällt ja alles in diese Phase, also auch mit dem Wechsel, den man dann so hat und dass man sich definiert hat, lange Zeit vielleicht über Kinder. Deswegen ist Berufstätigkeit natürlich wunderbar, weil du definierst dich nicht nur über die Kinder. Und meine Kinder, glaube ich, waren sehr glücklich, dass ich einen Beruf hatte und dass sie stolz sein konnten. Auch manchmal fand es auch mega peinlich. Gott, erzähl das bloß keinem, was du da tust. Aber jetzt habe ich auch den Faden verloren. Nein, das ist aber auf jeden Fall ziemlich, also mir ist das nicht so schwer gefallen, weil, was wollte ich jetzt sagen? Sie waren ja bei der Familie und dass Sie da so wichtige Bezugspersonen haben und dass, dass Ihre Eltern Sie gut haben gehen lassen. Dass man eben auch Ausfälle hat, wenn man... Selbstdiagnose. So peu à peu. Also wenn ich das zusammenfassen darf. Ach, ich weiß wieder, was ich sagen will. Ja, bitte, haben wir nur eine Sekunde. Ich wollte sagen, dass ich dann darüber nachgedacht habe, ob es nicht auch eine Portion Egoismus ist. Weil man ja die Kinder so halten will, ja? Dass man, weil man ja nichts anderes hat, was man dann machen soll. Im schlimmsten Falle wirst du nur ausgetauscht, ja, weil nicht mehr so, Kinder sind weg, also soll erfüllt, jetzt kommt was Frisches. Der Mann holt sich noch mal ein junges Leben. Ja, genau, ich manchmal. Kann einfach noch mal von vorne. Wo ist Ihr Sohn Heiligabend? Ich hoffe mal bei mir. Ah, ein persönliches Ende, meine Damen und Herren. Wunderbar. Persönlich, ich darf mich noch bedanken, dass meine Leberwurstschnittchen so gut weggegangen sind. Gegessen. Und nicht einer hat das hier aufgegessen. Das ist gruselig. Doch, aber man hat im Fernsehen vor der Kamera zwischen den Zähnen sowas. Doch, genau. Einfach mal machen. Ich esse das doch jetzt. Ach so. Mein Gott, noch mal. Ich habe das ganze Leberwurstbrot. Also, liebe Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer, das war ein Jahr Kölner Treff. 38 Mal haben wir in diesem Jahr gesendet. Das werden wir im nächsten Jahr auch wieder tun, mit sehr großer Freude. Ich wünsche Ihnen morgen einen schönen heiligen Abend. Ich wünsche Ihnen ein sehr, sehr glückliches Fest in diesen durchaus schwierigen Zeiten. Trotzdem auch einen guten Rutsch und ich freue mich, wenn wir uns im Januar wiedersehen. Danke, dass alle da waren, sowohl hier in der Runde wie auch hier im Saal. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.